Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wer hat denn hier wieder gewürfelt, ohne zu fragen? So. Ja, wir spielen heute eine Runde Hunter in einer komplett merkwürdigen Mischung aus gejagte Jäger und der V5. Ja, und heute mit dabei eine Person mehr als sonst, aber ich fange mal ganz woanders an. Ich fange mal hier an bei Dreihänder, der spielt nämlich Cyrus Navid. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Genau, und Jover 0204 spielt Dale Anderson. Abend. Bester Nickname ever. Ja. Dann haben Kriegen wir wir irgendwann anderen. Pölle, der spielt Jethro Thomas. Guten Tag. Und wir haben The Impossible Girl, spielt Clara Stewart. Hallo, guten Abend. Ja, und dann haben wir noch den Kakko mit dabei. Der ist wie eigentlich immer in dieser Sandbox Bruce Warren. Guten Abend. Falls ihr nur die Hunter-Runde gesehen habt bis jetzt, dann wird euch der Kakko als Gesicht nicht so sonderlich bekannt vorkommen. Ja, der ist der einer von den Bösen, quasi, von den Vampiren der Stadt. Und ja, die Person, hinter dem Jethro, Clara, Cyrus und Dale die ganze Zeit her sind bisher und auf dessen Spur sie angesetzt worden sind. Und mal schauen, ob sie ihn heute treffen können. Sie haben ja schon einiges herausgefunden. Falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, ja, rate ich euch, die mal nachzuholen. Aber eine kurze Beschreibung, worum es geht. Wir befinden uns in einer Stadt ohne Namen, an der Grenze zu Mexiko im schönen Bundesstaat Texas. Und Cyrus, Dale, Clara und Jethro sind, was guckst du so skeptisch? Hölle. Sage ich was Falsches? Nein, nein, du sagst So. alles genau richtig. Deswegen gucke ich so skeptisch. Achso, Cyrus, Dale, Clara und Jethro sind ja, von einer Hunter-Organisation namens Mother angeheuert worden, um die Vampirplage in dieser Stadt zu bekämpfen. Allesamt relative Noobs, was das Jagen von Vampiren angeht. Aber naja, sie haben sich gemacht und sie haben Hinweise gesucht in der Stadt, haben einiges herausgefunden. Zum Beispiel Bruces Wohnung verwüstet und sein letztes Hemd geklaut. genau. Und ja, ganz viel ein bisschen herumgestöbert in dieser Sandbox, die ja schon seit einer Weile bespielt wird von der Vampire-Gruppe. Ja, beim letzten Mal habt ihr euch nochmal bei Bruces alter Wohnung umgesehen. Also ihr habt nicht nur die neue Wohnung, sondern auch die alte gesehen. Und habt da auch den Prepper kennengelernt, den Jethro schon was länger kennt und der den Jethro per Fernsteuerung in Anführungszeichen von euch ferngehalten hat. Außerdem habt ihr beim letzten Mal einen hervorragenden NPC kennengelernt, nämlich Vaclav Pranava, den ihr fast über den Haufen geburnt hättet. Zumindest Dale hatte das vor. Aber er hat es knapp überlebt. Und ja, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, geendet irgendwie dass ihr auf dem Weg nach Hause wart, Cyrus, Dale und Clara. Und Jethro fuhr da mit seinem nicht so auffälligen Auto halt auch irgendwo durch die Gegend, hat sich aber noch nicht so zu erkennen gegeben. Und da wird schon Feuer ausgepackt, guck mal. Ich habe auch gehört, Dale hat heute aufgerüstet, ja, genau. Gut, und ja. Wir starten dann vielleicht auch wieder genau irgendwie auf dieser Landstraße zwischen der eigentlichen Stadt und dem Camping, ja, Trailerpark. Hier nochmal die Stadtkarte für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Unten bei der 20 ist der Trailerpark und ihr seid jetzt quasi auf der Campus Lane irgendwo
auf dem Weg Richtung Stadt zurück und wartet da auf ein bestelltes Taxi, glaube ich. Pranava ist ja wieder abgefahren, nachdem der Reifen gewechselt war. Ja, hätte euch vielleicht mitgenommen, aber so wie ihr euch verhalten habt. Ja, erste Begegnungen mit den dreien sind nicht so freundlich oft. Ja. Habt ihr noch was vor auf dem Weg zurück? Na, ich bin dankbar, wenn das Taxi jetzt mal kommt, vielleicht. Das wäre echt schön. Ja, wird dann nach einer Zeit auch eintreffen und wird euch aufgabeln und zurückfahren, wenn ihr sonst nichts vorhabt. Jethro ist wahrscheinlich schneller zu Hause wieder. Ich hoffe, euer Taxifahrer heißt Bruce. Nee. Bestimmt. Dann sind wir nicht eingestiegen, wenn er nicht so heißt. So viele Bruces gibt es in dieser Stadt gar nicht. Vielleicht heißt er Ranjit. Oder Esurb. Ja. Ja, dann könnt ihr euch wieder zum Debriefing quasi treffen mit eurem in eurer Hunter-Höhle, in Anführungsstrichen. Die ist ja im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses mit der neugierigen Nachbarin unten. Ja, ich begrüße euch da wieder mit was zu essen in eurer Wohnung. Ich habe euch Tacos bestellt. Rührend. Dankeschön. Du sorgst für uns, sehr gut. Was war das für ein Freak gerade? Der Alte. Was für ein abgefahrener Typ. Ich gucke mir die Visitenkarte an. Im und Export. Pranava. Bisschen unerwartet, nachdem die Karte so ein leicht anderes Aussehen hat. Jethro, könntest du mal irgendwie noch mehr suchen oder hattest du schon gesucht über ihn? Hier, schreibt sich so, ich gebe dir die Karte. Guck mir die Karte an. Ist das eine andere Karte als die, die wir schon hatten? Sieht die anders aus? Die sieht genauso aus, ja. Nur er hat mir noch eine zweite gegeben, mit der er mich erschneiden wollte. Vermute ich zumindest. Genau, kann ja sein, dass der es dich geschnitten hat. Ist, wo alles in ja, schwarz aber genau, ist ich habe ja das versteckt wenigstens. Er hat mich mit der Karte geschnitten. Er hat versucht, mich mit der Karte zu schneiden oder er hat es auf jeden Fall aus Versehen geschafft. Ich habe aber so schnell ich konnte reagiert und meinen Finger weggesteckt, dass er nicht sieht, ob ich blute oder was für eine Blutgruppe ich habe oder was auch immer. Was die so können. Es dauert so ein Bruchteil einer Sekunde, bis Jethro seine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle hat. Erst so. Naja, du weißt schon, dass in einer Stadt, in der Typen unterwegs sind, die außer übernatürliche Dinge mit Blut machen, das ziemlich kacke ist, wenn die was von deinem Blut haben, oder? Ich dachte mir so etwas reflexiv, dass ich ihm nicht jetzt das genommen habe, meinen Finger ausgedrückt und gesagt habe, hier, schau mal. Wir waren uns aber in dem Moment tatsächlich unsicher. Es ist eine sehr starke Vermutung, dass er... Ja, stattdessen hat er jetzt ein Blood-Sample von dir, ne? Nein, hat er nicht. Ich habe sowohl die Karte als auch meinen Finger ihm nicht gezeigt. Also da habe ich... Ist alles gut gelaufen. Meines Wissens nach habe ich drauf geachtet. Das Einzige, was wir bemerkt haben und im Nachhinein anders überlegt haben, wir müssen uns ein Vorgehen in solchen Fällen überlegen und einen relativ eindeutigen Code, wann wir mit Maßnahmen, die nicht mehr nur gegen Menschen fähig sind, agieren. Ich bin für Clara, du sagst, ich habe Migräne. Also ich bin für, der Erste schießt einfach. Bringt Schießen viel? Ich bin für, oh guck mal, ein Eichhörnchen. Also es ist zumindest sehr eindeutig, wenn man in die Richtung einer Person abdrückt, oder? Der! Das ist ein eindeutiges Signal, aber ja gut. Und man hat zumindest einen Menschen auch aus Versehen dann erschossen, was ich nicht machen möchte.
Also ich finde halt mit der Migräne, das ist so ein bisschen zwiespältig, weil damit versuche ich immer zu sagen, was los ist und so. Nicht heißen soll, dass wir direkt... Apropos Migräne, die ist auch gerade wieder irgendwie schwer stärker geworden, als du zu Hause bist. Oh, super. Im Übrigen hat Clara eine andere Form von Migräne. Das war das, was uns hat zögern lassen. Und zwar zu Recht. Das war ja so ein Knistern in der Luft. Deswegen bin ich dafür, wenn ich für möglichst eindeutige Signalwörter, und das mit der Migräne wäre für mich, das versuche ich euch auch immer zu sagen und so, aber es wäre jetzt noch für mich nicht so das geeignete Signalwort. Und übrigens, ich habe Migräne. Jetzt, hier, in diesem Raum. Jetzt, genau, und bitte nicht schießen direkt. Ich gehe mal von der Tür seitlich weg. So, wie steht's hier um unsere Sicherheit, Jethro? Alles gut oder was? Also, wir sind so sicher, wie man mit der Sicherheitstechnik sein kann. Ich gucke nochmal schnell auf meinem Handy und gehe so die ganzen Kameras durch, die ich jetzt überall rundherum ums Haus angebracht habe. Ja, nix. Also auch keine, ich meine, ich habe ja schon mal so auf der Kamera gesehen, dass da irgendwie so ein Fehler angezeigt war für eine Person. Auch sowas Fehler. Nicht. Du hast hier immer Kopfschmerzen, wenn du hier bist, richtig? Nicht immer, nee. Aber letztens auch schon. Mhm. Wie spät? Ich hatte überlegt, weil die ältere Dame unten kennt zumindest mindestens diesen Bruce aus der Bar. Nicht, dass die hinterher auch... Sie ist definitiv eine Person, die einem Kopfschmerzen machen kann. Aber siehst du? Ey, die ist immer da, ne? Wenn sie nicht in der Bar ist. Und Clara hat Kopfschmerzen hier. Also, wie spät ist es? Frage 1. Und Frage 2, wollen wir die alte Dame morgen mal heimsuchen? Was meinst du mit heimsuchen? Besuchen könnte ich auch sagen, aber... Besser. Man könnte ja mal tagsüber bei ihr klopfen und sie rausbitten. Damit sie sich hier besser umgucken kann, oder was? Nee, raus, also ins Licht. Du könntest sie fragen, ob sie das stört, wenn du da und da irgendwie eine Kamera installierst, weil du Angst hast um deine Nachbarschaft oder sowas in der Richtung. Irgendwie eine von deinen 100 kannst du ihr zeigen. Genau, so vielleicht auf ihre Tür gerichtet oder in ihrer Wohnung. Mal gucken, ob ihr das was ausmacht. Na, mehr so am Zaun oder am Briefkasten, dachte ich jetzt, aber okay. Nee, ich glaube, ich möchte ihr nicht meine Kameras zeigen. Du könntest doch eine Attrappe zeigen. Oder so. Was für Kameraattrappen? Ja, keine Ahnung. Hast du nicht doch irgendwo eine alte Kameraattrappe rumliegen oder so? Okay, ich habe nicht gefragt. Da kann ich doch gar nicht gucken. Eine Kameraattrappe. Aber gut, in der Tat, es ist vielleicht eine Sache, der wir uns morgen annehmen können bei Tageslicht. Jetzt im Moment wäre höchstens noch interessant, wenn du noch wach genug dafür bist, ob du was über diesen Prenava rausfinden kannst und warum du Kopfschmerzen hast, sollten wir rausfinden, bevor wir uns hinlegen. Das wäre total nett, denn sonst kann ich so schlecht schlafen. Ja, ja. Geh schon mal zu den Tacos. Ja, und ich... Essen hilft immer. Ich werde dann mal verschwinden und alles Erdenkliche über diesen Vaclav Pranava rausfinden. Oh, das wird heute wieder spät. Der arme Jethro muss immer Überstunden machen. Ja, wenn du rausfinden willst, dann müsstest du übermenschlich was rausfinden oder möchtest du normal was rausfinden? Ich probier's jetzt erstmal normal. Dann mach mal deinen Wurf auf Intelligence und Investigation. Ich kann euch heute leider nicht den Chat anzeigen, dafür haben wir zu wenig Platz auf dem Overlay.
Aber ich sag euch mal, dass der Jethro 3 Erfolge gewürfelt hat. Prima. Das war eine. Okay. 3 Erfolge. Ja, damit kannst du mir mal 3 Fragen stellen über den Watzlaw Pranava. Ich meine, du hast, glaube ich, letztes Mal schon mal ein bisschen was versucht, über den rauszufrieden, wenn ich mich nicht erinnere. Aber stell einfach nochmal 3 Fragen für die 3 Erfolge. Ja, wo wohnt er? In Rumänien. Shit. Also aktuelle irgendwie Aufenthaltsorte findest du vielleicht raus mit Hilfe von irgendwelchen Kontendaten oder so, wenn du da über Umwege irgendwas rauskriegst, dass der in dem Motel eingecheckt ist. In dem runtergekommenen? Nein, nicht in dem Motel, in dem Hotel. Genau. In dem großen, ja, da wo die flammende Schrift an der Seite war. Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, okay, da ist er. Dann würde ich gerne rausfinden, was der denn so handelt im und Export. Ja, alles Mögliche. Also angefangen von Obst und Gemüse über Sand bis hin. Bis hin zu Stahlträgern oder eigentlich alles, der steckt überall irgendwie. Eine Modefirma hat er kurz vor kurzem gekauft. Gott, sieht dieses Crossover mit den indianischen Klamotten scheiße aus. Ja. Also das scheint so eine Art rumänischer Konzern oder sowas zu sein. Der steckt halt überall mit seine Finger irgendwo drin. Pranava In- und Export. Na, solange er da als Konzern nicht mit kybernetischen Implantaten anfängt. Ja, wobei der auffällt, dass das irgendwie diese Firma relativ, also die tritt nicht wirklich groß in Erscheinung. Also die ist irgendwie, die kauft halt überall immer so kleine Subfirmen auf und ja. Hat aber jetzt wirklich kein, also sie hat einen Hauptsitz irgendwo in Rumänien, aber wenn du da irgendwie was aufrufst, irgendwie versucht da Nachforschungen zu machen, das ist irgendwie kein Riesenbürokomplex oder sowas, einfach nur so ein kleines Haus. Boah, vielleicht sind das auch die dummerten Europäer. Ja, keine Ahnung, wie Firmengebäude in Rumänien aussehen. Vielleicht irgendwelche Wehrburgen oder so. Ne, es ist so ein altes Fachwerkhaus, was man auf Google Maps sehen kann, an der Adresse von der Firma. Ja, und dann würde ich gern, also ich würde gern versuchen, so Ausweisdaten über den rauszukriegen, wenn das geht. Mhm. Ja, kannst du rauskriegen. Ja, mich würde natürlich besonders interessieren, wann ist er geboren? Geboren, muss ich mir jetzt mal überschlagen. 1900. Sag mal 1960. Und das kaufe ich ihm auf seinem Foto auch sehr ab, ja? Ja. Also sieht sehr unauffällig aus alles. Mhm. Ja. Also entweder ist die Tarnung gut oder der ist wirklich kein Vampir. Aber warum dann den Scheiß mit dem Blut? Naja, da ist auf jeden Fall Jethro die ganze Zeit lang mit beschäftigt. Mit den Nachforschungen. Wenn dir noch eine Frage zwischendurch einfällt, kannst du ja noch einstreuen oder so. Wir schwenken mal rüber zu Bruce, der ja unterwegs war beim letzten Mal noch mit den anderen. Und irgendwann ja dann sagte, er wollte nach Hause, um auf seine Freundin zu warten, die ja unterwegs auf einer Mission ist. Und bis jetzt nicht zurückgekehrt ist. Machst du das auch oder bleibst du wie vorgeschlagen irgendwie bei Ronan? Naja, erstmal, weil die Nerven ja immer noch komplett blank liegen. Aber dass durch diese vermutlich Shopping-Tour, die ja beim letzten Mal machen wollten, so ein bisschen
runtergekocht ist, wird dann wieder einen mehr oder minder guten Anzug haben, der mehr oder minder gut passt für diesen langen Lulatsch. Aber würde auf jeden Fall nach Hause gehen zwischendurch. Da ich allerdings schon wieder währenddessen merke, dass das Tier immer mal wieder hochkommt, das halt irgendwie immer schwieriger wird, will ich dann schauen, ob ich in den Gassen, wo ich sonst immer so rumlunger, ich sag mal so, einen der üblichen Verdächtigen, so an dieser betrunkenen, dicken Obdachlosen finde. Ob ich den. Ja, mach mal einen Test auf deinen Leading Type. Ja. Schwierigkeit 3. 3. Achso. Achso, meinst du jetzt. Okay. Ja, wenn ich. Meinst du jetzt die Grundschwierigkeit 3? Also du brauchst okay, 3 Erfolge. Du hast aber keinen. Ach so, die Schwierigkeit. Ach so, ich dachte, die Würfelschwierigkeit ist 3 Erfolge. Nee. Okay. Du kannst 2 wiederholen, aber das reicht nicht. Ja, da ist es schwer, gerade an irgendwie was Nahrhaftes zu kommen hier. Mhm. Ja, irgendwie ergibt sich das gerade nicht so. Irgendwie guckt immer einer hin oder so und es ist irgendwo keiner da, der... Wie jagt Bruce normalerweise? Naja, ich als Taxifahrer kenne ich mich ja, oder als ehemaliger Taxifahrer kenne ich mich ja ziemlich gut aus und ich weiß, die Trunkenbolde halt irgendwie rumhängen. Generell kenne ich auch halt die eher unangenehmeren Typen und Booster jetzt nicht irgendwie an so ein junges Pärchen oder so irgendwie rangeht, da schämt er sich sowieso viel zu sehr, weil er auch ein Mädchen bei ist. Würde ich dann halt irgendwie immer nach so Bikern gucken, die irgendwie schon betrunken sind. Gerade Ende der Nacht ist das ja dann schon mal so. Ja, und dann wird wahrscheinlich auf dem Weg, weil ich werde wahrscheinlich geradeaus zum Motel gehen, wird da einfach gerade nichts sein. Ja. Ergibt sich nichts. Und dann wartest du am Motel auf Anna. Ja, ich gehe halt wieder in meine Bude. Bin natürlich jetzt nach dem, was ich letztens erfahren habe, dass da irgendwelche Leute meine Schlösser aufschießen, meine Sachen umherwühlen und das Katzenfutter umherschmeißen, um auch immer. würde ich dann halt erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, erstmal so ein bisschen lauschen. Wenn ich da nichts höre, dann rein. Mit den üblichen Schlüssel-Schloss-Problemen. Haha. Und das Schloss wäre komplett verkratzt und dann würde ich immerhin schauen, ob die Katzen immerhin da sind. Also die andere Katze. Boogie war ja die ganze Zeit bei mir, ob Chat noch da ist. Ja, klar. Der bewegt sich nicht viel. Er staubt so um die Katze herum. Ja, also man sieht so eine Spur zwischen Sofa und Futtertrog, aber sonst nichts. Ich werde dann wahrscheinlich schon vorher irgendwie den Rucksack, den ich nur auf dem Rücken habe, schon aufgemacht haben, damit Boogie dann schon mal raus kann und dann auf die Schulter kommt. Dann schaue ich so zu ihm hoch. Dann so, Chat ist Annas Katze. Und dann lasse ich ihn das mal frei. Und dann gucke ich ihn mir an, ob der irgendwie Schränke geplündert hat, ob da irgendwie Katzenfutter rumliegt oder so. Nee. Und halt, ob Anna da ist. Nee, die ist nicht da. Aber was Jethro in diesem Augenblick auf seinem Screen irgendwie aufgepinkt bekommt, während er da auch Recherchen anstellt, ist ein weiterer Kauf mit der Warren-Kreditkarte. Dreiste Unterstellung. In dem Motel. Eure 3 Handys klingeln, Hunter. Auf der anderen Seite des Hauses. Oh. Ja, wir merken ja, dass es bei allen 3 gleichzeitig wahrscheinlich ist, wenn alle... Das ist die J-App wieder wahrscheinlich. What is it? Hallo, Engel! Diese Nachricht zerstört sich von selber. Ey,
der Bruce Warren, der ist wieder aktiv geworden. Seine Kreditkarte ist in dem Motel benutzt worden. Jetzt gerade eben. Nehmt den blauen Wagen und fahrt da sofort hin. Was sollen wir da rausfinden? Also ich meine, klar, okay, da ist er. Aber wie finden wir ihn dort? Das ist ein Hotel mit wahrscheinlich hunderten von Zimmern. Nee, das ist das Hotel, was Dale und Clara schon kennen. Das ist nicht sonderlich groß. Ja, ich war da ja nicht drin, genau, ja. Du hattest deinen Wagen da geparkt, ja? Doch, mein Wagen, richtig. Wisst ihr was? Wir sehen uns in 3 Minuten unten. Nehmt euch einen Taco mit. Es muss ernst sein, wenn er mitkommt. Schnell, nehmt ihr alle Tacos. Geladene Knarren. Oh, ich hatte mich auf den Feierabend gefreut. Ach schon, ne? Ja, Rucksack wieder an. Auf geht's. 2,5 Minuten später sind wir unten, würde ich sagen. Ja, dann klopft es bei Bruce an der Tür. Irgendwann. Ist da so ein Türspion? Mhm. Du hast von draußen Zimmerservice. Ich guck mal rein. Siehst halt so ein Typ mit so einer Mütze, so einer Bedienstetenmütze und so einem. Habe ich den schon vorher da gesehen? Also arbeitet der oder? Hast den da noch nie gesehen, aber hast noch nicht sonderlich auf die Leute geachtet da. Ich hab nichts geordert. Danke. Kommt dann von hinten. Aha, ich lasse es hier stehen. Sie haben das ja immerhin bezahlt. Was? Ich hab gar nichts bezahlt. Gibt's da so eine Kette vor der Tür? Mhm. So. Ja. Ich so, rein. Mhm. Ich würde dann so minimal aufmachen. Entschuldigung, was soll ich denn gekauft haben, bitte? Na, hier das 4-Gänge-Menü. Bitte was? Ich guck mal so nach unten, also wenn das Tablett abgestellt hat, ist das so ein silbernes Tablett. So ein Servierwagen und da steht halt so Zeug drauf. Ich hab das nicht bestellt. Beziehungsweise, ich guck nach hinten, murmel so, ich hab das Geld gar nicht dafür. wann soll ich das denn bestellt haben? Vor 10 Minuten? War ich bei Ihnen an der Kasse? Nein. Ach, mit diesem Scheißknopf. Ich würde mal in meinem Portemonnaie nachgucken, ob da noch meine Karte ist. Ja. Das Ding sperren lassen, scheiße. Ja, dann, ja gut, dann stellen Sie es einfach ab. Moment, ich ziehe mir mal eben kurz eine Hose an. Ist die Tür wieder zu, gehst du kurz von der Tür weg und hörst dann so ein Rumpeln vor der Tür. Ich gehe ja schnell zur Tür, hab ja immer noch die Karte drauf und guck da mal rein. Ja, der Servierwarten steht da ganz alleine. Ich würde mal jetzt aktiv Sense the Beast anmachen. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Nochmal Wits Awareness. Ja, viel zu viele Fenster hier offen. Wits Awareness, sagst du? Mhm. 3 Erfolge. Mhm. Ja, dann merkst du tatsächlich ein Biest, mindestens eins in der Nähe. Also du witterst halt den anderen Vampir in der Nähe. Aber es ist nicht so, als ob ich das so sehr nah wirke. Also man kann ja auch so ein bisschen bei so einer Tierspur merken, wenn die sich gerade entfernt oder wenn die so schwächer wird. Okay. Vielleicht eine Etage tiefer. Ich mach dann so ganz, Tür wieder zu, Riegel raus, auf. Das ist wirklich, also ist das so verdeckt, das Essen? Also wie man das so klischeehaft kennt? So eine Glocke drüber, ja, genau. So eine silberne. Aufgrund der Paranoia. Ich würde mal einmal, also dieses Tablett so hochheben, dann mal so hören. Da ist jetzt nicht irgendwie so dooferweise eine Bombe oder sowas. Nee, da ist ein Steak drunter.
What the fuck? Ziemlich blutig, triefend. Okay, und das ist ja Vier-Gänge-Menü. Ist da noch irgendwas bei? Ist da irgendein ja, Zettel oder so? Und so, ja. Cola. Ich hoffe, da ist noch Mayo bei, sonst esse ich das nicht. Okay. Ich schaue nur noch mal so demonstrativ so Kopf aus der Tür raus und guck so links, rechts. Auch immer noch mit dem Ding an. Also, ja, gut. Tür zu. Ich kann's ja. Das ist so dieses, ich fühle mich wie früher, ich würde dieses Steak essen. Gut. Ja. Bruce isst Steak, nachdem er den Wagen reingerollt hat. Und während er da gerade sitzt, irgendwie an dem Tisch und irgendwie das Steak gerade vermampft, geht die Tür auf und Anna steht in der Tür. Anna! Dir geht's gut, okay. Ich gehe auf sie zu und drück sie erstmal. Setz dich erstmal. Mach die Tür zu. Ah, du hast das Steak gekriegt. Warum? Ich hatte Hunger. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, ich mach die Tür erstmal zu. Oder Riegel drüber. Okay. Was hast du herausfinden können? Also, die Anarchen behaupten, sie wären das nicht gewesen mit dem Angriff. Okay. Haben die denn irgendwie was gesagt, wer das sein könnte? Nein, aber sie meinen, irgendjemand will ihnen irgendwas anhängen. Okay. Ja. Ich muss ja auch noch ein paar Sachen erzählen. Währenddessen du da erzählst, schwenken wir wieder zu Cyrus Dale und Clara und und Jethro, der will ja mitkommen diesmal. Ja, unterbricht seine Nachforschung über Watzlaw Penava. Und ja, was packt ihr jetzt alles ein? Eure Ausrüstungsrucksäcke? Dale seine neues Feuerzeugspielding? Sein Creme Brûlée. Das Klackerlicht, man weiß ja nie, wann man das mal braucht. Und den zweiten Revolver, man weiß ja nie, wann man den mal braucht. Ne? Ja. Irgendwelche Pläne zur Vorgehensweise, während ihr im Auto sitzt und dann losfahrt? Ihr beiden habt noch ein Zimmer dort oder hattet? Wir sind ausgecheckt. Ja. Aber dein Wagen müsste dann noch irgendwo vor der Tür rumstehen. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Dann ist alles Wesentliche in meinem Leben ist dann dort. Ja, sollen wir an der Rezeption nachfragen? Sollen wir nur einen vorschicken oder eine und die anderen warten? Ja, um rund das Gebäude immer zu viel. Wir können ja strategisch vorgehen, wenn wir die Zeit hätten. Ja, da kann man noch bestimmt gut parken und dann kann man da einfach beobachten. Also am besten, die sind ja, diese Motels sind ja meistens so entweder wie so ein L oder wie so ein U aufgebaut, ne? So, und dann kann man doch bestimmt da irgendwie möglichst an der Straße parken, da hat man einen richtig guten Überblick und dann sieht man ja, wenn da irgendwer raus oder reinkommt. Also, wie spät ist es? Ja, es ist irgendwie so kurz nach Mitternacht. Ey, dann kommen die da auf jeden Fall nochmal raus. Die hängen ja nicht in ihrem ganzen Motelzimmer die ganze Nacht rum. Ja, und das könnten wir machen und ich hoffe, wir haben auch die Tacos mitgenommen, ey. Und dann könnte ich ja so ein bisschen rumlaufen, mal auf diesen Gängen davor, Balkongängen, und einfach mal gucken, wo es schlimmer ist und wo nicht. Ja, genau. Hier so das Kopfschmerz-Detektionstaktik-Ding. Du weißt schon. Ich weiß schon. Das klingt gut. Dann können wir das so machen, weil mein Wagen dort auch parkt, dass wir etwas unauffälliger sind, wenn wir in zwei Fahrzeugen sind. Ich weiß es nicht. Zumindest hätten wir dann auch die Möglichkeit, in zwei Richtungen Leute zu verfolgen, wenn die rausrennen oder sowas.
Richtig, und wenn wir deinen Wagen nehmen, dann können wir einfach niemanden verfolgen, das geht nicht. Doch, Mann, der kann im Rahmen der Verkehrsgeschwindigkeitsregeln ganz genau das fahren, was er muss. Und niemand kann schneller laufen als 30. So. Okay. Ihr erinnert euch an das, was ich gerade gesagt habe mit dem Schießen. Das lassen wir jetzt, weil vielleicht führen die uns ja noch ins Nest oder so. Und dazu kommt, in einem Motel sind bestimmt auch Menschen. Also mindestens Rezeption und Ähnliches wahrscheinlich. Ja, und? Es ist zwar Texas, aber wir ballern hier nicht alles über den Haufen und zünden ein Motel an, wo auch Menschen drin sind. Oder bin ich hier im falschen Verein? Okay, doch, sehe ich einen. Nee, ja. Das ist genauso wie du, Cyrus. Okay, aber dann wäre es doch sinnvoll, wenn es hier so Recon ist, dass wir, wenn wir wissen, welches Zimmer, dass wir dann möglichst das Nachbarzimmer buchen oder was? Und dann spionieren? Dann durch die Wand ballern und verbrennen. Nein, aber in der Tat, schießen. Ein Zimmer mit einer benachbarten Wand wäre idealer als ein Zimmer mit gegenüberliegender Tür. Das in der Tat, wenn möglich. Das Idealste wäre, mit dem Auto einfach dann nächste Nacht wieder da zu parken und sie dann zu verfolgen. Ja, aber ein Zimmer wäre in der Tat vielleicht eine gute doppelte Absicherung. Aber wofür? Du bist doch in dem Zimmer, hast du viel schlechteren Überblick als in dem Auto davor. Du kannst gut hören. Ist doch die Frage, was wollen wir, also wollen wir nur wissen, wohin jemand geht und fährt, oder wollen wir auch Sachen mithören? Ich weiß ja nicht. Ja, das kriege ich schon hin mit dem Mithören. Na dann, also. Alles klar. Ja, dann biegt ihr irgendwann in dieses L-förmige Motel ein. Im Innenhof steht immer noch Cyrus' kaputtes Auto und ein paar andere Autos auch noch. Sieht friedlich aus. Bis auf die kaputte Laterne irgendwie auf dem Autohof, aber sonst. Ich friemel die Patronen in meinen Revolver. Ich kann ja meine erste Runde machen. Ich wechsle die Fahrzeuge. Das heißt, du gehst in dein gammeliges Auto. Können wir uns darauf einigen, dass es ein normales Fahrzeug ist? Ja, ich gehe in mein gammeliges Auto. Ich gehe jetzt mit meinem Rucksack in meiner Knarre in mein gammeliges Auto. So. Kriegt man da die Tür noch auf, ohne dass man groß Geräusche macht? Die Fahrertür ja, die Beifahrertür seit der Geschichte damals nicht mehr so ganz. Okay. Naja, aber das sind ja auch keine besonders verdächtigen Geräusche auf einem Parkplatz. Jethro ist sich nicht sicher. Jethro bleibt in seinem Auto sitzen, Cyrus geht in das kaputte Auto und Clara macht einen Rundgang. Und was macht Dale? Welches Auto ist denn näher dran an der Tür vom Motel? Das von Cyrus. Weil Jethro wollte ja an der Straße parken und nicht auf den Parkplatz fahren. Dann komme ich jetzt erst mal mit Cyrus mit. Nee, ich halte dich fest. So. Ey, nee. Wenn die fliehen, brauche ich dich hier. Okay, dann. Wir sind eindeutig schneller. Und das heißt, die Feuerkraft ist hier eindeutig besser aufgehoben. Mit Feuerkraft meine ich wortwörtlich. Ja, okay. Das ergibt Sinn in meinem Kopf. Das freut mich. Wo geht Clara dann zuerst hin? Also sind so, ich nehme an, so im Erdgeschoss sind überall Zimmer und dann so im ersten. Erste Geschoss sind unten sind ein paar, nicht so viele. Und halt unten ist halt auch noch so eine Küche und so ein Empfangsbereich und. Ja, ich gehe da erstmal an den Zimmern so entlang und dann die Treppe hoch und dann oben an den Zimmern entlang. Mhm. Also nicht zur Rezeption oder so. Schlendernd. Versuche mit dem Rückspiegel Clara so ein bisschen im Blick zu behalten, dass ich da so weit möglich das ohne Verrenkung wahrnehmen kann. Ja, dann wird Clara auf einer Höhe, irgendwie so auf der Höhe von eurem ehemaligen Zimmer, wirst du deine Kopfschmerzen wieder als stärker wahrnehmen.
Ja, in dem Bereich gehe ich dann mal langsamer und bin etwas aufmerksamer, aber versuche mir auch nichts anmerken zu lassen und gehe weiter. Ja, in dem Moment geht irgendwie ein paar Türen weiter die Tür auf. Von, es ist anscheinend kein Zimmer, sondern eher so ein Stuff, weil da steht auch groß irgendwie so ein Stuff-Schild halt drauf. Bist du eben noch dran vorbeigegangen. Und dann ist jemand mit so einem Pagen-Outfit, kommt irgendwie aus dieser Tür raus, hält sich so ein bisschen am Türrahmen fest. So. Harter Arbeitstag? Was? Oh, Verzeihung. Alles gut. Riecht's da irgendwie süßlich oder? Ja. Dann frage ich mal. Schließt die Tür hinter sich und nestelt so ein bisschen mit dem Schlüssel irgendwie dran, irgendwie rum, kriegt die Tür nicht vernünftig zu. Torkelt so ein bisschen nach hinten weg. Hält sich dann hinten an der Mauer fest. Irgendwie so. Geht's Ihnen gut? Ja, alles gut. Ist ein bisschen schummrig. Wollt ja hier sowieso Sie fragen, wo die Eismaschine ist, aber vielleicht brauchen Sie auch gerade ein bisschen Eis im Nacken. Eismaschine ist unten. Ich dachte, ich bin unten. Nee, du bist jetzt gerade oben. Du warst ja zuerst unten und dann. Ach so, ich dachte, der ist schon auf den Weg gekommen. Dann kommen Sie doch mit mir runter. Ich glaube, so ein bisschen Abkühlung tut Ihnen jetzt ganz gut. Ja, ich zeige Ihnen, wo die Maschine ist. Der Torkel so vor dir her. Cyrus sieht das halt auch irgendwie so. So ein Clara hat einen Betrunkenen aufgelesen, der ein Opagenkostüm trägt. So, wenn ich jetzt da runtergehe, wird es wieder besser bei mir oder bleibt es gleich schlimm? Es wird etwas besser. Okay, dann habe ich vor dieser Person erstmal keine Angst und lass mir die Eismaschine zeigen und versuche den auch irgendwie ein bisschen. Hier, da müssen wir aber unten gegentreten, sonst funktioniert die nicht richtig. Da ich als Charakter ja auch eine gewisse Vergangenheit mit bewusstseinsverändernden Substanzen in Überdosen hatte, geht der glaubhaft wie jemand, der alkoholisiert ist bei der Arbeit, der vielleicht. Der geht nicht wirklich alkoholisiert irgendwie, aber der so, der, ja, keine Ahnung, dem ist schummrig oder so, der ist halt nicht ganz bei sich so. Ich wusste noch nicht, ob die Leute leben lassen können. Ne? Das hatte ich noch nicht bemerkt letztes Mal. Nein. Also ist mir das jetzt nicht unbedingt klar, dass der eventuell ein bisschen blutleerer sein kann. Käme ich auf den Gedanken wahrscheinlich weniger, aber gleichzeitig. Kannst du mal Intelligence und Okkult würfeln? Ein Crit. Das sind dann 4, 5 Erfolge. Dann hast du wahrscheinlich aus deinen Recherchen nochmal so hochgeholt. Irgendwie, dann weißt du, dass Vampire die Opfer nicht töten müssen. Mhm. Und dass das gerade ein bisschen irgendwie auch so aussieht, irgendwie, ja, das könnte jemand sein, der einen starken Blutverlust hat. Dann schreibe ich das in eine Gruppe mit allen Vieren von uns, dass ich einfach schreibe, Clara, dein Begleiter hat Blutarmut im Moment. Aha. Das heißt, dass das also auch Dale und Jethro auch zumindest lesen, wenn die den noch nicht gesehen haben. Du bist gemutet, wenn du was sagen willst, Dale. Die sind hier. Gehen wir jetzt rein? Guck ich fragend auf den Fahrersitz.
Ich würde den mal fragen, ob er mein das oder mich für das Eis bedanken und fragen, ob er meinen Freund Bruce irgendwo gesehen hat. Aber ich kenne keinen Bruce. So, weil er hier auch eingecheckt hatte. Ich kenne nicht die Namen von den Leuten allen hier. Ich kriege immer nur die Zimmernummer und dann bringe ich das Zeug dahin oder hole da irgendwas ab. Interessiert mich auch nicht, wie die heißen. Na, sie sind mir aber ein Paar. Hier wohnen aber auch nicht so viele Leute. Ach so, welche Zimmer sind dann gerade besetzt? Sonst könnte ich ihn ja einfach mal suchen gehen. Das da oben mit so einem unfreundlichen Typ, der sein Essen nicht nehmen wollte. Und dann noch ein paar Trucker unten. Ah ja, danke. Dann probier's vielleicht mal bei dem unfreundlichen Typ, das hört sich sehr nach ihm an. Sie sollten besser auf ihre Freundschaften achten, Lady. Vielen Dank, ich nehme immer gerne Rat von unbekannten Männern an. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Vielen Dank. Der hat mich nicht mal ein Trinkgeld gegeben. Das ist in der Tat unfreundlich. Derbe unfreundlich. Ich werde ihn rügen bei Gelegenheit. Ja, ich kann diese Leute nicht leiden, die irgendwie sagen, stellen Sie es ab und gehen wieder irgendwie. Das ist irgendwie so verdächtig. Vielleicht weiß keine Ahnung, was der da drin macht. Ich meine. Ich habe schon Dinge gesehen, sage ich Ihnen. Wollen Sie gar nicht wissen. Haben Sie auch einen ungebetenen Rat? Ja, gerne. Sonst lernen Sie doch die Namen der Gäste und sprechen Sie sie mit Namen an, dann läuft das vielleicht auch besser. Ich habe aber ein schlechtes Namensgedächtnis. Nummern kann ich mir gut merken. Ja, jetzt sollten Sie sich erstmal setzen hier und das Eis ein bisschen wirken lassen. Ja, danke. Setzt sich so auf eine Bank neben dem Automaten. Sackt so ein bisschen in sich zusammen. Atmet tief und schwill ein und aus. Soll ich Ihnen noch was zu trinken holen? Nein, geht schon. Ich habe ja das Eis. Gehen wir gleich drinnen was am Wasserspender holen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen frisch machen. Ich glaube, ich sollte mit ihm dann versucht er aufzustehen, setze ich aber sofort wieder hin. Habe ich wahrgenommen, aus welchem Zimmer er gekommen ist, oder war das in einem toten Winkel für mich gerade? Also mit diesem Staff Room. Ja, das hast du gesehen. Dann würde ich meinen Rückspiegel immer mal wieder so drehen, dass ich gucke, ob da noch jemand rauskommt. Mhm. Nee, kommt keiner raus. Du hast aber auch gesehen, wie er ihn wieder abgeschlossen hat, ne? Ah, okay, wenn ich das auch gesehen habe, ich dachte, da stand er ja vor. Okay. Er hat halt lange gebraucht, aber er hat es wieder abgeschlossen. Also, ich lasse ihn da jetzt erstmal sitzen und drehe dann oben nochmal so meine Runde zu Ende. Und weiß er jetzt schon, wo das Zimmer des unfreundlichen Mannes ist? Und würde da wieder, also irgendwie so ein bisschen langsam machen und gucken, ob ich irgendwie was mitkriege, aber auch nicht davor stehen bleiben oder so. Ja, die Kopfschmerzen sind genau vor diesem Zimmer am schlimmsten. In dem Fall gehe ich zu den anderen zurück und erstatte Bericht und merke mir die Zimmernummer vom Zimmer nebenan. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal Zimmer 13. Da ich im anderen Auto sitze, frage ich per Chat und? Fragezeichen. Dale schon so auf heißen Kohlen. Gib rein. So, ich hinterlasse dir eine Sprachnachricht. So, oben an dem Zimmer sind die Kopfschmerzen am schlimmsten. Der Page hat gesagt, da wohnt ein unfreundlicher Kerl. Unten sind nur Trucker, sonst scheinen hier wenig Gäste zu sein. Und vor der Tür sind die Kopfschmerzen am stärksten. Falls wir jetzt ein Zimmer buchen wollen, nebenan ist die Zimmernummer 13.
Ja, ich schreibe auch eine Sprachnachricht dann halt zurück. Der Typ ist so getorkelt, wie ich das in der Ausbildung gelernt habe, dass Menschen, die gerade von Vampiren gebissen worden sind, benommen, aber doch bei Sinnen torkeln. Das war Oder kein. Leute, die halt generell Blutverlust haben, ne? Ja, also auf jeden Fall hat er massiven Blutverlust, aber keine sichtbare Wunde gehabt. Zumindest von hier sichtbar. Und du hast auch nicht so reagiert, als wäre er verletzt. Keine sichtbare Wunde. Ich spreche zurück, Nachricht, sage ich, naja, das Gute ist ja dann, dass wir dann im Moment nicht super hungrig wären, oder? Aber auf jeden Fall im Moment in diesem Weiß nicht, Hotel. welchen Hunger Bruce hat. Der hat ja gerade ein Steak gegessen, aber das hilft leider nicht. Also spricht dafür, dass wirklich unmittelbar gerade in diesem Hotel irgendwo ein Vampir ist. Ist. Dann gehen wir doch da jetzt mal anklopfen. Aber das war doch eben nicht der Plan. Clara hat's überblickt. Alle erinnern sich an den Plan? Ja? Na Jethro, gut. bitte. Ich erinnere mich. Wir wollten observieren. Vielleicht ist hier irgendwo ein Nest und die beiden, also der Bruce, der führt uns dahin. Na gut. Sei nicht so enttäuscht. Dann drehe ich mal meinen Rückspiegel so, dass ich die Tür einigermaßen sehe, während ich da so schlurfig in meinem Sitz ein bisschen runtergerutscht sitze. In der Zwischenzeit tätschel ich Dales Schulter und sage, das ist Belohnungsaufschub. Kennst du den Ü-Ei-Test? So, Frage ist ja jetzt, sollen wir das Zimmer nebenan buchen oder nicht? Und würden wir jetzt noch ein Zimmer kriegen? Kriegen wir mal bestimmt ein Zimmer. Aber ich könnte auch einfach ein Mikrofon anbringen, was da vielleicht was aufschnappt. Ja, mach doch mal deine Tricks hier. The Mojo. Crab People. Ja, dann schnapp ich mir meinen Rucksack und hol da so ein bisschen Technik-Equipment raus, ein recht sensibles Mikrofon, mit dem ich mir erhoffe, durch die Wände eines Motels, in den USA ist ja alles zum Glück aus Rigips gebaut, so ein bisschen Abhörgedöns anbringen zu können, so dass man es nicht unbedingt Also sieht. willst du dann doch ins Nebenzimmer rein? Nö, nicht ins Nebenzimmer, kann man ja draußen machen, so unterm Abdach, so. Wie bringst du das da an? Ja, also oben so in der Ecke, zwischen Dach und Wand, würde ich so versuchen, das da so rein zu, also wahrscheinlich mit doppelseitigem Klebeband oder so da reinzukleben. So Wie ein kommst du da Mikrofon. oben dran? Ach so, das ist höher. Nicht in Greifweite, das Dach. HD. Na gut. Ja, einen Tritt habe ich wahrscheinlich nicht Das dabei. war ja auch nicht der größte, glaube ich. Und Tritt habe ich wahrscheinlich auch nicht dabei. Und Dale dann könnte dir Räuberleiter geben Oder ich hebe ihn hoch. So, oder so. ich habe eine Wassermelone getragen, mäßig. Ja, so wenig wiegt er nun auch nicht. Dann bringe ich das lieber über der Tür, also so an Türrahmen oben an. So, am besten Okay. so, dass man es nicht sieht. Ja, Bruce, mach mal ein Wits Awareness. Und Jethro, mach mal Geschicklichkeit Stealth. Als ob ich es nicht vermutet hätte. Und direkt mal vergleichend machen. Ja, das wollte ich ja gerade nicht. Wow, ein Erfolg für Stealth. Willst du Willpower machen? Ah, jetzt geht's wieder. Mach das mal.
Der Junge ist ja nicht so oft draußen, so gut kann er nicht schleichen. Ja, kein weiterer Erfolg. Das heißt, es bleibt bei einem Stealth-Erfolg. Das heißt, Bruce muss einen Erfolg nur schaffen. Und rollt einen Erfolg. Ja, willst du noch Willpower ausgeben, Bruce? Ich habe einen Würfel, ne? Ich glaube, besser würde nicht. Nee, ich habe eine 10, das ist ganz gut. Nein, Freund. Na, dann. Ich hoffe es. Dann wird Jethro das irgendwie fertig machen, weil es ist ja ein Gleichstand eigentlich, ne? Er wird das fertig haben, wird dann irgendwie wieder zurückgehen und erst anders, als er es schon fertig hat, hört Bruce dann irgendwelches Gezeter draußen. Irgendwas rumpelt da ganz, ganz leise nur. Vielleicht stolper ich ja über einen Putzeimer, der da irgendwo rumsteht. Ja. So beim Weggehen, so, jetzt bin ich zufrieden, sehr gut. Und dreh mich um und scheiße. Du hörst dann draußen so, scheiße. Während Anna dir gerade irgendwas erzählt und dann groß gestikuliert so vor dir steht und so, und dann du wirst total abgelenkt, hast so auf Durchzug geschaltet und hast nur dieses Scheiße von draußen. Hast du das gehört? Was? Da war irgendjemand draußen gerade. Ich habe Leute Scheiße gehört. Ja, wir sind in einem Motel, Bruce. Hier sind mehrere Leute. Bleib mal bitte hier. Ich gehe zur Tür und würde einmal so gucken, ob da wieder jemand ist, der irgendwas vorbeibringt oder so. Machst die Tür auf, siehst erstmal nichts weiter groß. Irgendwie da geht gerade einer irgendwie so die Treppe runter. Sehe ich den Putzeimer oder so? Der ist umgestoßen, ja. Ich schaue mich dann nochmal so um. Mach nochmal Wits Awareness. Ich gucken, ob du Cyrus auch noch siehst im Auto. Wobei der ist ja nun ganz runter. Cyrus sieht aber jetzt auf jeden Fall Bruce, ne? Ja. Cyrus textet gerade, das ist Bruce, Leute. Nee. Kein Erfolg. Oh, ihr würfelt aber heute wie die Helden hier. Ich schau mir die guten Würfel für gleich. Der einzige ist so ein kleiner, gedungener Afroamerikaner, der gerade die Treppe runtergeht. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie verdächtig aussehen. Ne? Der sieht ja nicht nach christlicher Sekte aus oder so. Nee. Der trägt wieder so ein ausgewaschenes Metal-Shirt. Mag ich den Jungen jetzt schon. Ich schau mal, welche Band das ist. So interessiert ganz kurz. Skillet, Christian Metal. Ja, wenn ich jetzt Creed sage, dann ist auch scheiße. Ja. Was, nicht ein Metal-Shirt? Ja, da wäre die Schnittstelle mit Christ nicht gewesen. Naja. August Burns Red, so. Angry Music for Happy People. Ja, hat es vermutlich recht. War irgendwie nur so ein junger Typ. Auf der Tür zu. Wir müssen übrigens nochmal über Chat reden. Dann, Dann fangt ihr an, über die Katzen zu reden, und das ist auch das Erste, was Jethro mit seinem Equipment, wenn er zurück ist, irgendwie wahrnimmt. Beziehungsweise vielleicht ist das ja schon angeschaltet und Dale hört das zuerst, weil er ja noch im Auto sitzt. Da hat er dann die Ersten so. Ich muss ja aber auch noch mal was über hier. Du hörst das übrigens übers Autoradio, Dale. Was? Du hörst das übrigens übers Autoradio. Ich habe das mit dem Autoradio verbunden. Jetzt kann man das so. Fancy. Als du wieder reinkommst, sag ich, also jetzt reden sie gerade über eine Katze. Ja, über einen, so oder über irgendeinen Typen, der Chat heißt. Der ziemlich verfressen ist anscheinend. Ja, genau. Ihr werdet dann sowas hören wie, also du musst dich echt ein bisschen um die Katze kümmern. Die ist echt so, okay, fett doch geworden. Und sie bewegt sich null vom Fleck. Guck dir mal die Spur an. Ja, dann hört Dale sowas wie,
Chat. Muss ich dir erst noch sagen, dass du abnehmen musst? Oder machst du das freiwillig? Dann hörst du so ein Maunzen. Der Typ ist völlig irre. Er redet mit seiner Katze. Ja, was ist denn da los? Ist das war so richtig. Ich dachte, das sind blutrünstige Monster. Was ist denn da los? Ich bin auch verwirrt. So, Bruce, aber wenn wir es jetzt fertig haben, was machen wir denn jetzt mit den Anarchen? Ich weiß es auch nicht. Die machen nur Probleme und nur kranke Scheiße. Ja, sie machen ja anscheinend nichts. Nee, das ist ja auch nicht richtig. Ich glaube, das sind. Ich weiß gar nicht, wer mehr Probleme macht oder wen ich noch weirder finden soll. Ich meine, Pnava ist schon auf einem Hoch. Sowieso. Aber die sind. Oh, wenn das nur ansatzweise stimmt, dann ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Ohne Scheiß. Was hast du denn gehört? Dass sie so richtig auf die Tube drücken. Wer? Die Anarchen. Ich war doch gerade da. Da passiert nichts Außergewöhnliches. Also. Okay, ja. Sie sind jetzt nicht sonderlich zugänglich, aber. Ja. Das stimmt wohl. Aber wenn das stimmt, was ich gehört habe, dann sind die gerade dabei, du sitzt so einen Moment aus und lehnst dann gegen die Wand, dass die sich an Kindern vergriffen haben. Die haben Jugendliche irgendwie, ich weiß nicht, was sie mitgemacht haben, hab da keine Ahnung von, aber irgendwas machen die wohl. Wer sagt denn sowas? Aus relativ verlässlicher Quelle. Also da ist wohl eine Dame, die wohl gut Auskunft geben kann, weil die da irgendwie auch mit drin ist. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ja. Ich wurde gerade, hatte Ronan die mal beschrieben, die er da rausgegangen hat, sehen? Glaub nicht. Ja. Da hatte hier unser Sheriff drüber geredet. Der Sheriff, der so ein toller Sheriff ist, dass sein Name groß über dem Wolkenkratzer brennt. Ich schaue sie so an. Wie auch immer. Naja, wenn das stimmt, was diese Dame gesagt hat, dann. Ja, also vielleicht hast du es auch in der Zeitung gelesen. Dieser Überfall. Da. Überfall? Ich lese keine Zeitung. Ja, nicht Überfall. Irgendwie, es gab eine Auseinandersetzung in der Schule, weil die sich einen Tag wohl angegriffen haben und so. Und das sind halt Jugendliche. Ich glaube, die sind 16 oder so. Die haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Das wird immer abgefuckter hier. Das wird immer schlimmer in dieser scheiß Käseglocke hier oben. Ja, die holen sich wohl, wenn das stimmt, Rekruten oder so. Oder was auch immer, wie man das nennt. Wofür? Wofür? Wohl, um Ärger zu machen. Dieser Adam oder so, der macht doch sowieso nur Ärger. Adam ist echt eine ganz nette Person. Ich schätze ihn alle falsch ein. Ich habe mit ihm zu tun gehabt. Zweimal. Ich auch. Ja. Ich kann das nicht von ihm sagen. Ich schon. Du meinst. Ja. Aber wie auch immer, das soll. Also, die Sache ist, ob er damit was zu tun hat, wissen wir halt nicht. Aber. Wie gesagt, es soll halt so sein, dass sie halt Leute sammeln, damit die
die Anarchen angreifen. Die Kamarella hier angreifen. Also nach Kriegsvorbereitung sah das da nicht aus. Was noch denn? Es sind auch noch die Sachen, die ich höre. Und wem glaubst du mehr, dem Sheriff oder mir? Ich glaube dir, aber ich meine, ich kenne ihn ja auch. So ist diesen Adam. Ich vertraue dir, wenn du sagst, dass er das nicht ist. Aber ich glaube auch dem Sheriff, wenn er sagt, dass er aus sicherer Quelle und analysieren kann er, also Leute einschätzen. Ich meine, gut, ich kann auch nicht lügen, aber auch bei anderen Leuten, die das gut können, kann er das gut. Wenn ich ihm, also ich, vertraust du mir, wenn ich ihm sage, dass ich ihm absolut glaube? Dass ich glaube, dass er die Wahrheit sagt? Deswegen, also es kann ja sein, dass jemand was ihn angreifen möchte. Ich habe, wie gesagt, mein großer Tipp ist immer noch der Europäer. Der verhält sich. Ich meine, hast du den mal wahrgenommen? Oh, der ist gruselig. Sollten wir dem mal einen Besuch abstatten? Du weißt, ich will das nicht. Ich hab keinen Bock, da Stress zu machen. Ich will mit niemandem hier Stress haben. Ich als Primogen des Clan Gangrels werde ein offizielles Gesuch erlassen, dass er die Stadt verlassen muss. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ja. Ich meine, wie gesagt, auch den kann man ja nichts anhaben, aber bitte, In- und Export. Sand. Sand. Ja. Und dann war da immer noch diese Sache mit den. Oh, schüttelt sich so. Oh. Ihr hattet ja von der Sache mit der Taxifahrt nach Mexiko erzählt, oder? Mhm. Müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen, das war ziemlich. Der Typ ist sowieso unerschrecklich und dann diese Sache mit dem. Ja, das nimmt dich immer viel zu sehr mit. Jetzt bleib mal locker. Ich kann es nicht aushalten, was ich mir vorstellen könnte, was dieser Typ macht. Ich traue dem alles zu. Alles. Also du willst ihm keinen Besuch abstatten, du willst hier rumsitzen und jammern. Nee, ich möchte versuchen, dass wir hier aus dieser Scheiße rauskommen. Ohne dass wir handeln, kommen wir hier nicht raus. Außerdem will ich hier gar darum nicht handeln wir ja. Wir suchen ja diese Scheißquelle von dieser Käseglocke. Und ich meine, du weißt, ich möchte dem nichts antun, aber der weiß das wahrscheinlich, wie wir hier rauskommen. Also, das Ding ist, das ist sowieso die andere Sache, dass dieses Ding hier mit irgendetwas Abgefahrenem, Übernatürlichem zu tun hat. Diese Glocke hier, und er weiß es auf jeden Fall. Und echt, ja, aber selbst wenn, ich weiß auch nicht, wo der wohnt. Könntest du aus ihm rausprügeln? Ich prügel keine Sachen aus Leuten raus, immer noch nicht. Ich möchte, dass hier niemand Sachen aus Leuten rausprügelt, wenn es nicht absolut sein muss. Widersprichst dir selber, Bruce, das hörst du schon. Nee, ich widerspreche mir gar nicht. Ich möchte einfach nur hier, dass keiner irgendwem auf die Fresse haut. Irgendwie, was weiß ich. Ich will einfach nur, dass wir alle hier geordnet irgendwo rauskommen. Das hat jetzt so viel verlangt. Scheiß Stadt, ey. Und dann diese Sache mit dem Erdbeben, das wird auch was damit zu tun haben und so. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten rausgehen und wir sollten eine Runde laufen. Zum Abreagieren. Das klingt gut. Aber wir müssen auch noch aufpassen. Das sind ja auch noch diese anderen. Ah, das haben wir noch gar nicht erzählt. Die waren in meiner Wohnung. Die haben mein Sofa kaputt gemacht. Die haben meine Hemden geklaut. Die haben das Katzenfutter umgeschmissen. Wer denn? Ja, weiß ich nicht. Also irgendjemand hat mit einer fetten Knarre das Ding aufgeschossen. Ist rein, hat alles durchsucht, hat die Visitenkarten genommen, die vom Pub und die okay. Vom. Du erzählst jetzt die Geschichte von dem Einbruch und dann können wir wieder zurückschalten zu den anderen und gucken, was sie mit den Informationen jetzt machen. Okay, das ist also das Monster, das wir vernichten wollen, ja?
In der Zwischenzeit, Jethro hat gerade, wir haben uns ein bisschen hin und her getextet, er hat mich rübergewunken, sodass ich dann bei denen ins Auto gegangen bin, sodass ich ab ungefähr der Hälfte mitgehört habe und dann jetzt bei denen im Auto sitze. Ich habe in der Zwischenzeit außerdem unseren Handy-Klingelton in Ghostbusters geändert. Eine weise Entscheidung. Naja, wir kennen nur einen Sandhändler, ne? Also der Europäer ist. Aber ehe wir das jetzt hier analysieren, sollen wir schnell wegfahren oder riskieren wir hier gesehen zu werden? Die kommen gleich raus. Wir sind nur 4 unauffällige Leute auf der anderen Straßenseite in einem Mittelklassefahrzeug mitten in der Nacht. Die alle in die Lichter anhaben. Hör mir zu und merke es selbst. Ich habe zum Glück für jeden eine Flasche Tequila dabei. Und ich verteile Tequila. Trinke nicht mehr, danke. Ist da Tequila drin oder Wasser? Da ist natürlich Wasser drin. Das ist gut, das darf ich trinken. Menno. Wollen wir uns so Blümchenketten anziehen oder so? Hast du Blümchenketten da? Keine Ahnung, hast du nicht welche immer in deinem Auto? Ja, aber das steht drüben auf dem Parkplatz. Das ist jetzt 40 Meter weg. Du kannst ja noch mal Blümchenketten holen gehen. Das ist sicher voll unauffällig. Nein, okay, ich fahre einfach um die nächste Ecke. Oder so. Das geht mit den dreien nicht. Was? Wir sind sowas von inkognito. Warum fährst du jetzt weg? Wir wollten doch beobachten, wo die hingehen. Ich ignoriere dich einfach. Das ist echt. Irgendwann reißt dann die Verbindung ab, als Bruce sich gerade über das letzte Hemd nochmal beschwert. Und dann. Ja, ich mache mir eine mentale Notiz. Ich glaube, wir haben bei dem armen Herrn etwas gut zu machen. Der tut mir ein Vampir, verdammt. Ja, das ist richtig, aber der ist gar nicht so ein Vampir, wie ich mir das erhofft hatte. Irgendwie passt das tatsächlich nicht so gut ins Bild wie jetzt dieser Klischee-Prenar, weil ich sag mal, ein Typ, der sich um seine Katzen und um im Prinzip die Gesundheit seiner Katzen mehr sorgt, wenn sie überfettet ist, als dass er irgendwie sich Sorgen darum macht, dass er, und er möchte keine Leute verprügeln. Das passt irgendwie nicht in das, was wir im Ausbildungscamp hatten, oder? Nein, der ist deutlich friedfertiger als Dale. Und wer sind die anderen? Was soll das jetzt heißen, verdammt? Wer redet, dass du ein Vampir bist? Ständig vom Abfackeln, Mann. Und wer sind denn die Anarchen? Also die Gegner von der Camarilla. Und die Camarilla, hat Jethro doch gesagt, sind die Vampirfamilien, ne? Als wir herausgefunden haben, dass dass einer zumindest ein Brewer ist. Okay, also was machen die hier? Also, was ist, ich bin mehr überrascht als ihr, aber was haben wir jetzt wirklich Neues gelernt? Das Prenar war, dass jemand ein bisschen nett ist. Das finde ich jetzt nicht gerade das Krasseste hier. Naja. Dass es verfeindete Vampire gibt, ne? Und vielleicht sollten wir nicht die beiden als erstes töten, weil dann haben wir A, keine Quelle mehr, aus der wir Informationen ziehen können, und B, scheinen die beiden, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Vampire noch in der Lage sind, eigenständig zu denken, nach dem, was ich da gerade gehört habe, und nicht einfach nur blutlüsternde Zombies sind oder so, wie aus irgendeinem Trash-Movie. Und dementsprechend, denke ich, könnte man vielleicht über diejenigen, ja, die richtig Bösen, über die gesprochen haben, Anarchen, also ich meine Anarchen, ja, das sind Gesetzlose. Und C, wir wissen über Bruce mitunter am allermeisten von Vampiren in dieser Stadt. Wir wissen bei ihm seine alte Wohnung, seine uralte Wohnung und seine jetzige Bleibe und seine Kreditkartendaten und seinen ehemaligen Beruf. Wir wissen, mit wem er rumhängt. Wir wissen, in welchem Clan er zumindest auch aktiver ist. Das heißt, wir wissen so viel über ihn, dass wir den wiederfinden würden. Scheiße, wir wissen sogar, dass er eine Katze namens Chet hat. Na, das ist die Katze von ihr, oder? Also ich finde ja, er könnte uns zu Pranava führen. Wir könnten ihn dazu bringen. Wir könnten zumindest, ich glaube auch, dass das gar nicht so sehr gegen das Konzept von Mutter ist, wir könnten zumindest mit ihm für eine gewisse Weile kooperieren und so anfangen. Wir können ja nicht von A bis Z alleine alle Vampire aus dieser Stadt ausschalten. Wir müssen ja erstmal uns vielleicht kooperieren mit Einzelnen, was Mutter ja auch wohl jahrelang getan hat in anderen Städten, bevor die in London erfolgreich waren.
Wir sind ja die erste Zelle sozusagen hier. Wenn du gerade was sagst, Clara, dann musst du dich unmuten. Entschuldigung, der Chat war offen, deswegen ging die Leertaste nicht. Ja, aber was sollen wir hingehen? Sagen, wir sind total nett und das mit dem Katzenfutter, das war ein Versehen. Wir sollten zusammenarbeiten. Total attraktives Angebot. Na, aber im Prinzip, wir wissen, dass er einen Konflikt offensichtlich mit Prenava hat. Wir wissen, dass Prenava auf jeden Fall auf der Liste ist, derer die Mutter nicht mehr sehen möchte. Er möchte ihn nicht verprügeln. Dale lechzt geradezu danach. Ja, während ihr da so redet und eine Straße weitergefahren seid, kommen Bruce und eine Frau dann die ins Freie. Und ja, Bruce kann nochmal einen Wits Awareness-Wurf machen, um die Kamera vielleicht jetzt zu entdecken. Oder das Mikrofon. Sag auch mal Schwierigkeit 2. Nö, ein. Okay. Ja, dann seht ihr die, wie die über die Straße rüberlaufen, an der ihr eben geparkt habt, und dann auf der quasi in die Wüste reingehen. Und gehen wir jetzt hinterher? Und reden mit denen. Ist dir mal aufgefallen, wie weit du in der Wüste gucken kannst? Also, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie einfach zu schlafen. Naja, jetzt, wir wissen, wo sie sind. Wir können ihnen unmöglich jetzt folgen, ohne dass wir uns komplett enttarnen. Dann wäre die Frage, enttarnen wir uns alle vier oder vielleicht nur ein oder zwei Personen von uns? Wisst ihr, was wir machen können? Wir können ein Hemd und Katzenfutter kaufen und dann können wir uns entschuldigen. Und dann gehen wir dahin. Oder einer geht dahin und sagt, ja, sorry, pass auf, wir helfen dir mit deinem Anarchenproblem. Das würde die Frage nachwerfen, woher wir davon wissen. Das müssen wir ihm ja nicht sagen. Wir wissen das halt einfach. Wir sind halt klug. Das stimmt. Das überzeugt mich massiv. Wer soll gehen? Und heiß. Entschuldigung, der lag auf der Straße. Wir müssen auf jeden Fall schnell agieren, wenn wir irgendwas machen, weil innerhalb der nächsten 5 Minuten sind die außer Blickreichweite. Ja, dann die werden ja demnächst wiederkommen und dann machen wir das so. Okay. Wieso? Ein andermal? Oder wenn die hier vom Spaziergang zurückkommen? Genau. Wir haben jetzt hier gleich kein Katzenfutter und kein Hemdchen in der Hand. Ja, aber hier wird es doch wohl irgendwo ein 7-Eleven geben, oder? Alter. Warum können wir nicht einfach ins Bett gehen? Wir haben total viel rausgefunden. Wir müssen das doch mal irgendwie sacken lassen und den nächsten Schachzug gut überlegen. Nicht hier irgendwie schnell was hervorzaubern und Katzenfutter rumreichen. Kannst du jetzt schlafen? Und ein Vorteil ist, wir wissen, einer von beiden ist gerade satt. Beide sind gerade nicht in aggressiver Laune gewesen. Beide sind gerade hier. Wer weiß, wie es morgen aussieht? Das ist das Problem dabei. Deswegen würde ich gerne heute irgendwas in die Wege leiten. In dem Moment dreht sich Anna zu Bruce rum und meint, sollen wir los? Guckt sich so um. Warum nicht? Wir können noch ein bisschen rausbleiben. Die Schnelle ist gerade echt schön. Oder hast du was gehört? Nein. Ich hab zwar getrunken, aber ich bin immer noch etwas durstig. Also vielleicht jagen wir ein Tier. Auf die alten Tage. Dann lass aber zu den Rinderfarmen gehen. Die können das ab.
Ja, das ist eine schöne weite Wegstrecke, ja. Ja, das kriegen wir hin. Ja, und in dem dann verformt sie sich zu einem, zum Wolf und, weiß nicht, Bruce kann das, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Das heißt, ihr seht dann, wie die Frau sich in einen Wolf verwandelt. Und neben dem komischen Typen, die beide dann in die Wüste reinlaufen. Hölle ist das. Wann können die das? Wieso können die das? Und will immer noch jemand Katzenfutter hinterhertragen? Ja? Vielleicht Hundefutter. Also ich will denen nicht Katzenfutter hinterhertragen. Eigentlich, Clara, will ich, dass du das machst. Ich bin auch eine reich. Und wir geben dir Rückendeckung. Und wir haben dich als Anführer. Die laufen jetzt auch los. Das heißt, wenn ihr jetzt noch was machen wollt, dann müsst ihr jetzt handeln, sonst sind sie bald weg. Nee, wir wollen das ja machen, wenn die wiederkommen, weil wir brauchen ja überhaupt erstmal Katzenfutter. Na dann. Ja, aber das ist in der Tat, ganz ehrlich, egal wie verstörend wir das jetzt alle empfinden, was wir da gerade gesehen haben. Wenn wir jetzt zu einem 7-Eleven fahren, jeder holt sich jetzt eine Cola, damit wir noch wach bleiben, ein Hemd und Katzenfutter und irgendjemand von uns wartet vor deren Zimmer, ist das doch bestimmt eine nachbarschaftlich nette Geste. Und jeder andere von uns im Auto würde hören, was im Raum passiert, wenn Probleme entstehen würden. Das haben wir draußen in der Wüste nicht. Wir könnten, oh, pass auf, wir könnten den Pagen bestechen. Beziehungsweise, nee, wir rufen den Zimmerservice an, sagen, wir sind in deren Zimmer, bestellen Zimmerservice hoch und bestechen den Pagen, damit er unter der Haube Dingens das Hemdchen und ein Dingens Katzenfutter hat. Und eine Telefonnummer von einem Burnerphone, unter der sie uns anrufen können. Also ich bin nicht direkt für so persönliche Begegnungen in der tiefen Nacht. Das, finde ich, muss nicht sein. Ja, das ist vielleicht gar nicht so dumm gedacht. Du hast doch bestimmt 1, 2, 3, 4, 15 Telefone dabei, Jethro, die man für sowas benutzen kann, oder? Du hast davon auch, glaube ich, habe ich. Ja, aber ich benutze ja meins. Na, die wird es ja auch im 7-Eleven geben, wenn es da Katzenfutter und Hemden gibt. Ja. Okay, dann geht ihr shoppen. Währenddessen gehen Bruce und Anna jagen. Macht nochmal einen Jagenwurf, Bruce. Diesmal kannst du den Würfel mehr nehmen, weil Anna macht ja mit. Und Schwierigkeit ist diesmal nur 2, weil ihr jagt ja in der Wüste und Tiere. Drei Erfolge, ja. Dann kannst du dir einen Hungerwecker wegstreichen. Ja, und dann, als ihr euch gerade an dem, keine Ahnung, an irgendeiner Wildgazelle oder so, oder an der Rinderfarm irgendwie an diesem Rind gütlich tut, steht auf einmal irgendwie eine Gestalt neben euch beiden. So als ob die aus dem Nichts aufgetaucht wäre. Leicht gebückt, in so einem dreckigen Hoodie-Mantel. Kenne ich diese Gestalt? Ja, du kennst sie. Oh. Entschuldigung. Wie? Ach, du bist der Typ. Guten Abend. Ich, hi, ich, bevor du irgendwas sagst, ich würde auf ihn zugehen, dann würde ich ihm meine Hand hinreichen. Ich wollte Entschuldigung sagen für das letzte Mal, dass. Ich habe wohl etwas überreagiert. Na. Ist schon gut. Bin das gewohnt. Das ist schade. Aber gut. Wenn ich find auf was, willst du irgendwas? Ich habe Informationen zu verkaufen. Ich habe nicht viel Geld dabei. Also, das wird wohl nichts. Ich mache nicht viel aus Geld. Ja, okay. Ich schaue so zu Anna rüber. Gefallen von Primogen.
Nur ein mittlerer Gefallen. Ich kenne mich da, also ich gehe zu ihr, ich kenne mich damit nicht aus, aber ist das eine gute Idee? Woher wissen wir, dass das ein mittlerer Gefallen wert ist, was du uns gleich sagst? Guter Punkt. Weil ich, okay. Ich kann euch ja mal einen Tipp geben, worum es geht. Es geht um eure Wohnung. Und was damit passiert ist. Ich schaue Anna an. Also das würde ich jetzt doch schon ganz gerne wissen. Ja, absolut, ja. Gut. Von mir aus mittler Gefallen. Zähl, was heißt du? Ich weiß, wo diese Leute sind und wer das war. Du meinst die Hunter? Ja. Yeah. Zweite Inquisition. Ich würde ihr sagen, also ich würde ihm mal sagen, wo ich sie jetzt vermute, also in der Wohnung von Jethro. Ja, genau, da waren sie. Und, euch ist nicht aufgefallen, dass sie eben vor eurer Tür im Motel standen. Ich mache große Augen. Bitte was? Sie gehören zu der gleichen Organisation, die Anna festgehalten hat. Die gleichen. Ja. Wenn du so viel weißt. Wo sind die jetzt? Die waren eben noch in einem Auto und haben sich unauffällig gegeben. Aber Wanke weiß alles und sieht alles und hört viel. Ich schau Anna an. Sie in ihrem Zuhause belauscht. Wollte auch bei diesem Computer am Mensch, den sie haben, einbrechen. Aber der hatte Aua. Wie, der hatte Aua? Da ist ein Feuerstock. Bei der Aussage ruht sich erst in den Stillen, wie alt dieser Typ sein muss. Ach, ein Feuerstock. Du meinst, ein Gewehr? Ja, Gewehr. Also sind die auch noch wirklich. Es ist wirklich diese superchristliche Sekte. Richtig. Scheiße. Du. Die waren vor unserer Haustür. Ja, die wissen, wo er jetzt kleidet. Gut, das wissen sie aber nicht, dass wir das wissen. Das heißt, wir werden ihnen einen schönen Empfang bereiten, wenn sie wiederkommen. Ich habe noch ein Hühnchen zu rupfen mit diesen Leuten. Oder ein paar Leute zu rupfen, eher. Anna, ich verstehe das. Was möchtest du? Ich schaue mal ganz an. Und das sind die gleichen wie damals. Die gehören zu der gleichen Organisation. Beiß mir so wirklich so in den Finger. Auch so ein bisschen mit meinen Fangzähnen, dass da so ein bisschen raus, Blut rauskommt. Ich bin einfach zu nett. Und die befinden sich auch gerade da. Jetzt, oder die sind in einem Auto, hast du erzählt, die fahren gerade rum. In euch hinterher, nicht gehen. Ja. Soll ich wieder zurück? Das Ding ist, erstmal können wir nicht da bleiben, wo wir jetzt sind. Manche kann nicht gut kämpfen, manche kann nur gut gucken. Muss auch nicht kämpfen, ich. Wenn ich mitkämpfen will, kostet das einen großen Gefallen.
Und Anna knackt so mit den Fingerknochen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Anna. Wie viele sind es? Anna. Was? Willst du... Ich stehe wieder ein bisschen auch recht davor. Willst du wirklich noch ein Blutbad? Ich meine... Lass uns doch erstmal herausfinden, ob das die gleichen sind. Wenn sie zu dieser Organisation gehören, dann ist alles gesagt und getan. Sie haben mich gefoltert, Bruce. Ich weiß. Mich aufgeschnitten. Experimente an mir. Ich weiß. Das hatten wir schon. Ich schau mal irgendwie nach oben, kann ich einschätzen, wie spät es gerade ist, irgendwie. So ja, so wird es eine Stunde später sein jetzt, also. Stunde später, oder? Wenn du nicht mitmachen willst, dann bleib hier, aber ich lauf jetzt und schnapp mir diese Leute. Anna. Wenn du das. Ich drück euch die Daumen. Beige. Nein, jetzt, bitte sei ruhig, Zecke, Wanze, wie auch immer. Manche, nicht Zecke. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, wie auch immer. Anna, wenn du das jetzt machst, dann gibst du ihnen doch nur recht. Dann bist du genau das, was sie von dir denken. Und ich weiß, dass du das nicht bist. Vielleicht bin ich dass das du aber. Nicht. Anna. Ich greife dir so ein bisschen. Ich habe dir gesagt, ich werde niemanden Unschuldigen angreifen, weil diese Leute sind schuldig. Nicht jeder ist prinzipiell schuldig. Nicht jeder von uns ist ein Monster. Stell dir mal vor, die denken das Gleiche von uns. Jeder von uns ist ein Monster und jeder tötet wahllos Leute. Das sind so zwei Seiten. Natürlich passiert dann so eine Scheiße. Aber Anna, das muss nicht sein. Wenn du möchtest, dann gehe ich privat hin und überprüfe, ob das sie sind. Aber ich will noch glauben, dass das vernünftige die Typen von damals, ich will nicht sagen, dass sie es verdient haben, weil niemand hat den Tod verdient, aber doch. Nein. Haben sie nicht. Niemand hat den Tod verdient. Bruce, nicht so. Als dein Sire befehle ich dir, hier zu bleiben. Ach, leck mich am Arsch. Diese Sire-Scheiße haben wir noch nicht durchgezogen. Ich würde sie versuchen festzuhalten. Anna, bitte! Kann ich sie? Währenddessen bei Dale, Cyrus und Desro und Clara. Ja, wir sterben. ist okay. Hey, ihr seid 4-1. Bruce macht anscheinend nicht mit. Also, wir haben Katzenfutter und Hemdchen und so schon gefunden und stehen noch vorm Kartenregal und suchen die beste Karte. Genau, wir suchen so eine, wo draufsteht, entschuldige, dass ich dein TV-Set zerstört habe mit Katzenfutter. Am besten mit Silberschrift und Glitzer. Die findet man doch bestimmt für 3,99 neben den Kommunionkarten, oder? Ihr könnt ja eine Kommunionkarte kaufen und das Kommunion durchstreichen und dann das andere draufschreiben. Mit so einem Silberglitzerstift. Ja, die fangen nur selten mit Entschuldigung an, die Kommunionskarten. Das tut mir leid, wegen deiner Kommunion. Es gibt doch bestimmt so Sorry-Karten und dann ist da so ein trauriges Männchen drauf oder so. Ja, so ein trauriges Einhorn, das so ganz... Großartig. Perfekt. Wie entschuldigt man sich bei einem bösen Fabelwesen mit einem guten Fabelwesen? Richtig. Einhörner gab es aber auch in der Bibel, Psalm 22 in der alten Übersetzung. Psst, Klugscheißer mag keiner. Ich habe das studiert, Mann. Ja, und das hilft uns gerade nicht. Okay, dann schreiben wir die Karte und gucken, dass wir schnell zurückkommen, um den Pagen noch zu bestechen. Mhm. Ja, das soll euch gelingen. Wir kaufen sogar einen extra großen Sack Katzenfutter, den dann Dale tragen muss. Aber den kann man aber nicht so gut unter so ein Silberhäubchen bringen, ne?
Aber es zeigt, wie ernst wir das meinen. Ja. Wir sind hier in den USA. Bringen wir einen kleinen Appetizer unter das Silberdingen und den Rest unter den ganzen Sack legen wir auf die zweite Etage vom Servierwagen oder so. Was zum Teufel ist ein Appetizer für einen Vampirmann? Na, fürs Katzenfutter. Für die Katze. Karte, so ein bisschen Trockenfutter ausgepackt. Und das Hemd. Wir falten das Hemd schön, da drauf ein bisschen Katzenfutter und die Karte. Also wir geben uns mehr Mühe mit diesem Hemd und mit dem Katzenfutter als für alles andere, was wir bisher gemacht haben in diesem Spiel. Man muss Priorität. Endlich was, genau. Was wir gut können. Ja, das wird dann alles sehr schön drapiert. Und wo wartet ihr dann? Also wir haben ja ein Handy dabei gepackt, ne? Also da habe ich dann eine Nummer von einem anderen Wegwerfhandy eingespeichert, also so als einzige Nummer. Und im Prinzip schon wahlfertig so eingetippt, sodass man nur auf grün drücken muss und dann kann man da anrufen. Und habe das einfach eingespeichert mit so einem Herzchen noch, also so als im Adressbuch. Ja, und wo wartet ihr dann? Das ist eine gute Frage. Ja, also ich bin hin und her gerissen zwischen wir wollen sehen und hören und wir wollen in Sicherheit sein. Ich würde sagen, wir hören nur das Mikrofon aus der Nähe, also sprich im Auto, ne? Da ist ja das abgebrochen sonst. Das heißt, da sind ja zwei Personen. Wir gehen davon aus, eine wird uns nur anrufen. Wenn wir die zweite dabei hören wollen, die hinterher nachfragt und noch irgendwas dazu sagt zum Gespräch, was wir nicht hören sollen, müssten wir mit dem Auto in der Nähe warten. Also ein wäre ja auch, dass wir, also wenn es nicht ins Auto geht, dass wir in einem Raum im Erdgeschoss sind, in diesem Staffroom oder irgendwo. Oder wir vertrauen darauf, dass wir angerufen werden. Und gehen woanders hin. Also ich wäre für Nähe. Ja, aber dann nicht wieder davor. Also nee, nicht unmittelbar. Wir können ja auf der Rückseite warten. Wir können es nicht genauso machen wie eben. Also wenn dann vielleicht im Erdgeschoss irgendwie zwischen zwei besetzte Zimmer oder so, dass wir da in einem Zimmer sind oder so. Oder in so einem Aufenthalts... Also mieten wir uns doch in ein Zimmer ein. Ach, wenn wir gerade dabei sind, Pagen zu bestechen, oder? Kann der uns auch ein Zimmer aufschließen? Wir geben ihm Trinkgeld, wir bestechen ihn nicht. Ja, genau. Wir mieten da ein Zimmer und bitten ihn, den Pagen dann genau das zu tun und drücken ihm einfach nur einen Fuffi in die Hand. Okay. Klingt fair. Und der verrät natürlich auch nichts von uns. Ja, der soll das da einfach nur hinlegen. Und klingeln. Ja, genau. Ey, das kann ich dann auch selber. Also, ich meine, die sind gerade. Nein! Weg. Nein. Der Page war da vorhin schon mal, der macht das wieder. Die sind diesem Pagen schon begegnet. Das ja, machen wir genauso wieder wie eben. Meinetwegen, dann macht der Page das. Ist mir egal, wer das macht. Hauptsache, das Ding liegt da so, wie ich das will. Aber wer, der macht das nicht so. Okay, ja, während ihr da noch irgendwie euch drapiert, streiten Bruce und Anna in der Wüste. Ach so, bleibst du wirklich stehen? Weil ich dachte, kurz, ja. Sie ist ein sehr wütendes Gesicht. Ich weiß. Anna, gib mir eine Chance herauszufinden, ob das die gleichen sind. Du weißt, ich kann dich nicht aufhalten. Bruce, das ist mir egal, ob das die gleichen sind. Es geht hier nicht ums Prinzip. Die sind nicht prinzipiell böse, genauso wie wir nicht prinzipiell böse sind. Mir egal. Mir aber nicht. Dann bleib mir hier. Mir ist auch nicht egal, wie ich dir befohlen habe, Kind. Ach, ich bin am Arsch, ich bleib nicht. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Anna. Bruce. Bitte. Du bist kein Monster. Ich weiß das. Auch wenn du das vielleicht selber gerade nicht siehst. Du, diese Wut, ich verstehe, dass du wütend bist auf die. Ich verstehe das. Bitte glaub mir das.
Aber ich kann und will das nicht glauben. Dass alle von denen böse sind, dass alle von uns Monster sind. Eine Chance. Nein. Die Chance haben sie vertan. Allein, dass sie uns beobachten und belauschen, reicht mir. Wenn du die ganze Zeit mit der Kreditkarte Sachen kaufst und wir haben Computerburschen, dann merken die das. Ich habe außer erst letztens mein Handy weggeschmissen, als mir das aufgefallen ist. Diskutiere nicht mehr darüber, wir haben nicht mehr viel Zeit. Anna. Entweder du kommst mit oder du bleibst hier, entscheide dich. Und ich bin dein Sire. Ich kann dein Leben auch beenden, wenn ich möchte. Das wirst du machen? Wenn du mir keine Wahl lässt. Ist das denn ernst? Du hast mir mal gesagt, dass das genau das an mir das ist, was du an mir magst. Und deshalb willst du mich töten? Ich töte dich nur, wenn du mir keine Wahl lässt. So wie ich alle anderen. Nur dann. Ich lasse dir ganz viel die Wahl. Dann ist gut. Dann hast du nichts zu befürchten. Ja. Geh jetzt zu deren Haus. Hau ab. Und klär das. Klär das mal wegen. Später, Bruce. Schüttel nur den Kopf und geh in Richtung Motel zurück. Du bist gemutet? Kommst zum Motel zurück und dann steht da so ein Servierwagen vor der Tür. Jetzt schon wieder was mit der Kreditkarte bestellt. Ich kacke ins Essen. Lass ich das Ding ab und gucke rein. Das ist Katzenfutter. Eine komische Karte und ein Wegwerf-Handy. Und ein schickes Hemd. Und ein Hemd, ja. Ja, das, also, ey, ich bin ja echt nicht auf den Kopf gefallen. Ich schnapp mir das Handy. Mhm. Ja, mach halt Tür auf. Schmeiß dann mal das Katzenfutter rein. So viel Geld. Chat für dich. Aha. Und du beschwerst dich, dass er so dick geworden ist. Ist ja auch für die andere Katze. Ja, tot. Ja, bei euch klingelt dann das Telefon. Ja, gut. Also wenn ihr den Eingang beobachtet, seht ihr auch noch, dass ihr vor der Tür steht mit dem Handy. So. Clara, geh mal dran. Okay. Hallo? Hallo? Ihr seid diese Typen, oder? Ja. Ihr müsst schnell aus eurer Bude raus. Okay, warum? Weil sie auf dem Weg zu euch ist. Ich kann euch nicht helfen. Sie ist auf dem Weg zu euch. Okay. Einfach nur, geht da raus. Wir treffen uns nächste Nacht alleine, ohne Waffen, am Canyon, Nordwesten. Kannst du ein bisschen mehr noch dazu sagen? Wir sind nicht von hier. Nordwestlich des Mineneingangs. Kann jemand von euch irgendwie nicken oder mir ein Zeichen geben, dass das was ist, womit ihr was anfangen könnt? Okay. Das finden wir. Okay, und dann ist ja auch schon aufgelegt, habe ich gesehen. Und dann. Ich kontrolliere nochmal, ob ich genug Patronen in der Trommel habe. Dann bleiben wir wohl die Nacht hier, würde ich sagen, und nicht in unserer Bude, ne? Ja.
Also ihr meint den Tag. Ja, erstmal die Nacht. Den Tag können die sich ja nicht bewegen. Naja, aber ist hier so der beste Ort? Also, naja, besser als unsere Bude, wenn die wissen, wo wir wohnen. Ne? Ja, das ist ja nicht der einzige Ort auf der Welt. Aber also, hier werden wir nicht vermuten. Wenn wir uns die Nacht hier nicht rausbewegen, keine großen Geräusche machen, keine Party feiern, niemand würde damit rechnen, dass wir so dumm sind, unmittelbar neben denen zu sein. Okay. Oder so dreist. Oder so selbstsicher. Alles drei. Vielleicht das dritte als Bestes. Das ist das Gute, niemand rechnet mit unserer Dummheit. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich hier schlafen soll. Ich habe hier die ganze Eben Zeit... Eben warst gesehen. Du müde. Als Einzige wolltest du schlafen. Aber ich bin auch die Einzige, die hier Migräne hat. Wir werden hier. Kann Jethro mit seiner komischen Phobie eigentlich irgendwo schlafen, wo er nicht gewohnt ist? Das wollte ich gerade sagen. Wir werden hier nicht schlafen. Wir werden hier nicht schlafen. Wir werden bis Sonnenaufgang, also bis kurz vor Sonnenaufgang warten, dann checken wir alles ab und dann wird sich die Chefin von dem anderen, von dem Bruce, wird sich dann ja wahrscheinlich zurückziehen, weil sie irgendwo übertagen muss. Wie heißt das bei Vampir? Keine Ahnung. Und dann werden wir auch den Tag über schlafen. So machen wir es. Dann sind wir nämlich sicher. Okay. Haben wir, ich hoffe, wir haben eben genug auch zu essen gekauft. Und Cola und so. Ich habe noch ein paar Tacos. Okay, ja. Was macht Bruce währenddessen? Bruce packt die Sachen. Ich habe ja so große, nicht Camping, gehört auch so große Outdoor-Rucksäcke und so. Jetzt weiß ich nicht, wie groß dieser Sack ist, den ich mir da gekauft habe. Wenn das so 20 Kilo sind oder so, dann wird das schwierig. Das ist definitiv der größte, den ich finden konnte. Oh. Ja, ist bestimmt so ein 25 Kilo Superpack aus den USA, ja. Ich werde Plastiktüten haben. Ja, wenn er dann halt, ich habe ja noch von damals so Outdoor-Schuhe, die dürften auch noch passen eigentlich. Wie gesagt, würde dann halt wirklich alles Mögliche an Sachen mitnehmen. Ich habe ja nicht mehr so viel, was irgendwie wichtig ist. Ich packe so meine Football-Shirts ein und so, die ich habe. Wie gesagt, ich packe dann, also bei den großen Sack kann ich nicht mitnehmen in dem kompakten Ding. Würde dann das Katzenfutter so umpacken in so ein paar Tüten. Also quasi die Hälfte von dem 25-Kilo-Sack in so Tüten, das in den Rucksack rein. Ja, ansonsten halt noch so einen Mantel und einen Kapuzenpulli und sowas mitnehmen. Und dann ja noch eine Nachricht schreiben, die ich dann da irgendwo drapiere. Irgendwo gut sichtbar, wenn einer wiederkommt und dann... Was steht da denn drauf? Tut mir leid, so läuft das nicht. Oder kann ich mir das noch genau überlegen? Ja, gut. Überleg's mir noch später. Ja, die Frage ist halt irgendwie, wo übernachtet Bruce? Na, das ist ganz einfach. Ich gehe in die Wüste. Und dann? Tue ich das, was ich kann. Okay. Gut, dass ihr das alle nicht seht. Naja, wenn sie dich beobachten, schon. Ja, je nachdem, wie weit ihr in die Wüste folgt. Also wir haben auch eine Wanze, die Wanze heißt. Also der Bruce wird irgendwann wieder in die Wüste laufen. Auch tatsächlich so richtig Wut in Brand. Also Moment mal. Ich möchte gerne, weil das passt für mich. Ich wirf mal eben kurz einen Rouse, Jay. Ein Rouse? Ja. Weil ich... Oder ein Rasereitest. Ne, Rouse-Track mehr, wirklich so dieses, weil er fühlt sich auch jetzt gerade wieder so ein bisschen, er pumpt wieder Blut in seine Backen, in seine Stirn, ja, okay, wird so richtig rot, so richtig und schüttelt so den Kopf irgendwie, ne, man sieht so Sorgenfalten überall an seiner Stirn und so, zittert ein bisschen dabei, sieht auch vielleicht, wenn, es ist ja auch gerade noch Winter irgendwie, ne, das ist vielleicht auch so ein bisschen Luft kondensiert wieder, dieses Dann ja, würde ich Boogie mitnehmen. Und Chat.
Obwohl, Nichelle ist ihre Katze, die lässt ja auch bei ihr. Nehme ich dann Boogie mit. Wieder die alte Tour mit. Wenn du Lust hast, Boogie, dann geh doch in den Rucksack. Und gehe ich in die Wüste. Die Katze den ganzen Tag im Rucksack in der Wüste rumsitzen, garantiert nicht. Nein, das natürlich nicht. Aber ich sag dir mal, ich kann nicht mehr sagen, dass er vorsichtig sein soll. Und nicht mit Schlangen spielen soll. Okay, ja, dann seht ihr ihn da mit Sack und Pack in die Wüste laufen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Den Rest der Nacht werden wir da wahrscheinlich nicht viel machen, außer mit Knarren in alle Himmelsrichtungen, Fenster und Türen zielen, ne? Genau, ich glaube nämlich, wenn wir dem jetzt folgen, dann lauert die uns auf und killt uns. Oder so. Habe ich keine Lust drauf. Okay, ja, dann wird es irgendwann Tag. Und Bruce verschwindet. Nee, wir wollen ja vorher in die Wohnung zurück. Also wir warten bis so eine Stunde vor Sonnenaufgang und dann machen wir uns auf den Weg zurück in die Wohnung. Mhm. Sind ja wahrscheinlich so eine halbe Stunde unterwegs. Das heißt, wir sind eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Dann gehe ich davon aus, dass die Vampirin jetzt nicht noch einen Streit mit uns anfängt. Die ist nämlich sehr im Nachteil dann. Da spielen wir lieber auf eine Viertelstunde vorher. Sicher ist sicher. Ach, ja, 20 Minuten. Ja gut, die kann Wolf werden, ne? Ja. Der braucht keine 20 Minuten, um uns vier zu zerfleischen. Okay, sehe ich ein. Viertelstunde. Dafür müsste sie sich nicht in einen Wolf verwandeln. Wenn ihr nach dem Video geht, was Jethro gesehen hat. Fast unbesiegbar sonst. Ihr habt ja alle das Video gesehen, glaube ich, mit dem Zerfleischen von der, ne? Also, ja. Mhm. Ja, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, seht ihr, dass oben die Türen aufgebrochen sind. Und zwar wirklich aus den Angeln gerissen sind. Und das ganze Technik-Equipment von Jethro ist total zerstört. Und ebenso alles, was ihr so hattet in euren Zimmern. Alle Schränke durchwühlt, umgekippt. Da hat jemand richtig gewütet. Na toll, ey. Trotz deiner Vorhängeschlösser. Ja, die ist einfach, die ganze Tür ist mitsamt Rahmen einfach komplett aus der Wand gerissen. Also diese Vorhängeschlösser sind da noch dran, aber... Okay. Oh, gut, dass wir das meist im Rucksack hatten, ne? Ich weiß nicht, was bei dir ist, was Unersetzbares bei dir, meinst du deine Festplatten und sowas alles? Nee, ich mache jedes Mal, wenn ich fertig bin, ein Backup. Okay, von uns ist ja tatsächlich quasi gar nichts da gewesen. Ja, irgendwelche privaten Sachen wird er dir wohl dagelassen haben. Ja, aber das nichts Wichtiges, ja. War ja eh nur ein Koffer, weil wir ja gerade erst hierher gekommen sind in diese Stadt. Also das ist ja nicht viel drin. Ich habe ja kein Umzugsunternehmen gehabt, ich habe ja nur einen PKW gehabt, um hierher zu kommen. Ne? Genau, wir sind ja Pizza und Taco und Asketen. Genau. Wir haben halt ein Set Kleidung. Ja. Ja, scheiße. Dann denke ich, ja, müssen wir uns beeilen, dass wir die Türen irgendwie, damit wir noch zu einer Mütze Schlaf kommen, da wieder reinpacken, schnell reinstellen. Wir könnten nachschauen oder nachfragen, wie es unserer Nachbarin geht. Die wird das ja bestimmt gehört haben heute Nacht. Alter, ich gehe jetzt schlafen. Ich will morgen fit sein. Okay. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ist auch wieder wahr. Auf der positiven Seite, er hat uns wirklich gewarnt vor was wirklich passiert ist. Spricht dafür, dass wir ihm fast vertrauen können. Ja. Oh, das ist alles ein Trick. Aber es ist auch nur ein geringer Trost, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Ich muss jetzt unbedingt schlafen, ey. Aber wo? Ja, wir stellen halt schnell die Türen wieder rein. Tagsüber wird uns da ja keiner jetzt... Könnte auf den zerfetzten Matratzen schlafen, ja.
Der gerechte Schlaf ist tief. Ja. Was bleibt übrig, ne? Die Nacht wird wahrscheinlich lang, also lieber den Tag nutzen zum Schlafen. Okay. Ja, am folgenden Abend erwacht Bruce wieder in der Wüste. Ja, tatsächlich. Ich mach dann direkt einen Aufwachtest, weil sonst kann er nicht aufwachen. Das ist richtig, ja. Ich habe zu viele Fenster offen. Das ist ein Rouse-Check. Rouse-Check einfach nur, ne? Ja. Na, aber klar. Ja, dann gehst du wieder auf Hunger 3. Aber das Schöne ist ja, achso, ich bin mal im falschen Dokument. Das Schöne ist ja, ich wache ja sogar eine Stunde vor so allen anderen Vampiren auf, also relativ früh. Mhm. Jetzt, ich glaube, wir hatten nie geklärt, wo die Rinderfarmen sind. muss jetzt einmal sagen, ja, meinetwegen kann ich auch so ein. Ich würde halt so zum Norden der Stadt gehen, da wo halt auch dieser Canyon ist. Ja. Und da würde ich auch direkt in der Nähe des Canyons, da gibt es auch so ein Stück und sowas. Der ist viel zu positiv, dieser Würfel. Ja. Ja, dann würde ich, obwohl der Bruce gar keinen Bock drauf hat, einfach nur weil er jetzt halt, wenn er mit den Leuten reden muss, dann kann er das Ding in sich wirklich null gebrauchen. Deswegen würde ich dann mal, also. Ich weiß ja, ich bin ja für die Rinder hierher gekommen, deswegen werde ich ja wissen, wo die sind. Und dann, ja. Das ist ein bisschen Rinderblut trinken, ja. Ja. Kriege ich das hin, wenn ich an verschiedenen, weil ich will ja auch, dass keines davon umkippt oder so, weil die haben ja relativ viel Blut in sich. Von denen so viel trinken, dass ich die zwei Punkte wegkriege. Ja, ja. Ja, und was machen die Hunter, während sie am nächsten Tag sich wieder treffen? Ja, der hat gesagt, wir sollen keine Sachen mitnehmen, also keine Waffen mitnehmen, keine sichtbaren Waffen zumindest. Das heißt, wir Dale sollten nicht. Ist eine Waffe. Genau. Das heißt, wir sollten ernsthaft überlegen, wie viele Personen von uns gehen hin. Er hat ja ausschließlich Clara am Telefon gehabt. Alter, wir gehen alle und wir gehen bewaffnet. Ich treffe mich doch nicht unbewaffnet mit einem Vampir, selbst wenn der sagt, keine Waffen. Oder gehen nur zwei von uns und zwei sind in Distanz mit Bewaffnung. Und Dale ist einer von denen ohne Bewaffnung, weil er keine braucht. Ich nehme das Ding mit. Das kann ja unmöglich als Waffe sein. Das ist keine Waffe. Das ist keine Waffe. Ah ja, also ein Revolver kann man auch als Werkzeug bezeichnen, wenn ich damit meinen Namen in die Wand schreiben will. Ist auch wieder wahr. Nein, also die Hauptfrage für mich ist, ich will keine sichtbare Bewaffnung, glaube ich, dabei haben, weil das eh nichts bringen würde, vermutlich, von den Waffen, die ich führen kann. Und Flock kann ich irgendwo am Körper tragen. Das ist nicht unbedingt sichtbar. Aber die Frage ist, gehen wir alle? Was haben wir davon? Also ich würde sagen, ja, weil wenn wir nur zu einem Teil gehen, sind wir auf dem Weg unsicher. Also wenn die Frau von den beiden uns erwischt, dann sollte sie uns alle vier auf einmal erwischen, weil dann haben wir die beste Überlebenschance. Das ist richtig. Außerdem sind wir jetzt so tief drin, dass wir wissen, die wissen auch, wo wir wohnen. Mein Vorschlag wäre, wir laden tatsächlich alles, was wir haben, ins Auto und zwei bleiben am Auto mit voller Bewaffnung. Und von mir aus könnten Dale und ich auch näher rangehen und ich nehme wieder mein Sprühdeo mit und Dale nur ein Feuerzeug. Und dann haben wir für Notfall eine Kombi oder so. Wir müssen bewaffnet gehen. Ja, das ist also, ja Dales Bewaffnung. Nee, jetzt mal echt. Entweder sie erwischt uns und wir haben ein Problem oder der Vampir hat uns, der Bruce hat uns wirklich angelogen, ja. Und wenn wir keine Bewaffnung haben und er ist bewaffnet, er ist er. So, und sie ist ein verfluchter Wolf oder was auch immer, ja. Ey, wir reden hier von einer Begegnung mit einem Vampir. Ja. Klar kann der sagen, kommt ohne Waffen. Ja, super, er ist auch in der Situation, uns ohne Waffen zu killen. Richtig, richtig. Okay, du hast mich überzeugt. Einen Revolver nehme ich mit und einen Flock.
Soll ich dir okay. das schreiben, was ich dann auf den Zettel geschrieben habe, oder? Ja, können wir später machen, ja. Okay. Gut, dann trefft ihr euch in dem Canyon, also in einem abgelegenen... Nee, nicht in, sondern am Rand des Canyons. Ja, so. Okay, ja. Mineneingang, ne, hast du gesagt. Ja, der ja ist in der Nähe Canyon. Davon. Ja, in der Nähe davon. Also, wie ich mir das auf der Karte vorgestellt habe, ist quasi dieser Mineneingang und so nordwestlich davon, nordwestlich davon, ist halt dieser Canyon, der halt auch einige Meter halt nach unten geht. Und ja, also wirklich so kurz davor. Das ist aber nicht der Canyon, wo Sam den Stalker getötet hat, ne? Doch, schon. Ah, doch, dann ist es der, okay. Weil der ist ja ziemlich tief und so, ne? Also dann an der Stelle, wo noch die Fesselungseisen im... Nee, nicht an der Stelle wahrscheinlich. Also Bruce Wayne würde ich irgendwo abseits. Also das wäre... Nee. Ja, okay. Wir sind wahrscheinlich inzwischen auch weg. Aber gut, ja. Gut. Ja. Aber dann trefft ihr euch da. Ja, also... Da seht ihr eben diesen großen, nicht wirklich muskulösen, aber breiteren Typen mit so zerzauster Friese. Und neben ihm ist halt so ein Rucksack, der ist offen, lugt noch so ein bisschen Katzenfutter raus und das habe ich dann der Katze dann so auf den Boden dahin geworfen. Hab geguckt, dass da keine Schlange ist. Ja, die Katze strummert da auch irgendwo noch rum. Ne? Ja, ich würde da mal so leise maunzen, so, wo geh? Wenn was ist, dann komm bitte her. Ja, geil, da kommen wir uns zu so einem Vampir hin. Der... Das ist am besten so, dass ihr das nicht hört. Also, ihr denkt ja eh, die sind alle durch. Ja. Dann bleibt ihr wahrscheinlich erstmal so auf High Noon Entfernung voreinander stehen, oder wie? Zitter absolut. Ja, ich sag dann auch so, ey, sorry, aber das mit den keine Waffen, das kannst du nicht ernst gemeint haben, oder? Eigentlich schon. Ich mach so meine Jacke auf, da hast du nix. Ja klar, da hast du keine Waffen, hast du Pappnase. Du bist auch der Vampir hier. Jetzt schimpft man nicht so direkt. Okay. Also du weißt jedenfalls, wir haben Waffen. Du warst der Typ, der den Eimer umgeschmissen hat. Und ich dachte, Nein. Du wärst cool mit deinem Shirt. Ich bin cool. Nein. Wie auch immer. Naja, wir sind wenn ihr meint. Und wir sagen nochmal Entschuldigung und hoffen, dass Katzenfutter schmeckt. Genau, ich hoffe, den Katzen geht's gut, Mann. Ich schaue dann so wahrscheinlich noch links unten. Da seht ihr Elisa, die schmale, getigerte Katze. Vielleicht, nachdem, wo die gerade ist. Die Katze buckelt jetzt leicht und faucht in eure Richtung. Psst, das ist gut. Hier, komm. Ich lege noch so einen Haufen Katzenfutter dahin. Wie auch immer. Also, danke für die Warnung übrigens. Wir haben die Wohnung gesehen. Sie war bei euch. Ja, gründlich. Sagen wir dagegen, sah dein Fernseher am Ende des Tages sehr, sehr gut aus. Ich kann es mir vorstellen. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe ja nur noch Blut in meinem Körper, ne? Auch keine anderen Körperflüssigkeiten oder sowas, ne? Mhm. Da werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass die Augen von ihm so ein bisschen feucht werden, aber halt nicht Wasser oder dass er blutige Augen kriegt. Ich kann es mir vorstellen. Okay. Was wollt ihr von mir? Nun, zunächst einmal sind wir überrascht. Überrascht. Du bist nicht unbedingt das, was wir erwartet haben, was du bist. Deine Spuren sind nicht super verwischt und wir haben dich schnell finden können. Wir wissen von einigen anderen, aber du bist nicht das, was wir erwartet hatten, als wir auf deine Spur gekommen sind.
Seid ihr das, was ich erwarte? Wahrscheinlich. Was erwartest du? Genau. Seid ihr diejenigen, die ihr das angetan haben? Wem? Und was? Wenn du das mit der Katze meinst, Mann, es tut mir echt aufrichtig leid, nein, verdammte Scheiße. Darum, aber es war echt perfekt. Kann ich Jethros Mimik lesen? Also, lügt der mich an in dem Moment? Oder weiß Insight. Ach, da bin ich so scheiße drin. Ich möchte gerne vorher hier das Tier reizen. Mhm. Rouse das, ne? Mhm. Dann hast du jetzt besser keinen Bestial Crit. Mhm. Das könnte die Situation etwas verkomplizieren. Wits und Insight, sagst du, ne? Ja. Ja, den Würfel brauche ich aber. Der Rouse-Test hat ja geklappt. Mhm. Ich muss das mal. Ist jetzt Bestial Crit. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Ja. Dann siehst du, dass Jethros Reaktion, naja, es ist verdächtig, sagen wir mal so. Verdächtig? Ja, du nimmst ihm das nicht hundertprozentig ab. Also diese Überraschung von dem, was du da. Ich hoffe, du erkennst an dem Katzenfutter, dass es uns wirklich aufrichtig leid tut, was wir deiner Katze angetan haben, Mann. Das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass das ihr Lieblingsfutternapf ist. Hoffe, es tut euch genauso leid, was ihr mit ihr gemacht habt. Dass ihr sie eingesperrt habt. In einen fucking Käfig. Wie ein Tier. Ihr die Haut abgezogen habt. Ihr die Knochen gebrochen habt. Was? Aufgeschnitten habt. Die was? Zähne raus. Verbrannt. Geschlagen. Was geht's hier? Komm. Ich glaube, wir sind Leute, doch nicht die du erwartet Leute, hast. Verarsch mich nicht. Ganz ehrlich, verarsch mich nicht. Alter, du bist hier nicht allein. Monatelang in einem Scheißkäfig wie ein Tier. Wir sind hier erst seit ein paar Tagen. Frau. Wir sind in dieser Stadt erst seit ein paar Tagen. Seit vorgestern, um genau zu sein. Und das Erste, was uns hier auffällt, sind deine Spuren. Du bist der Einzige, von dem wir relativ sicher sagen können, dass er ist, was wir denken. Du und der Sandhändler. Ihr mein Pnava. Genau. Ich möchte mich nochmal umgucken. Erstmal, bevor ich weiter rede. Ja, und da sind die vier Leute vor dir. Also ihr merkt so, dass ich hinter euch schaue. Hier so in die Wüste rein. Und wir wissen, dass der Sandhändler nicht unbedingt dein bester Freund ist. Das und da ist der Punkt, wo wir vielleicht miteinander uns gegenseitig helfen können. Aber wir wissen nicht, was du vorhin alles meintest. Also, vielleicht sollten wir darüber auch nochmal sprechen. Bin mir sicher, du meintest deine Katze, bis du gesagt hast, irgendwas mit Haut abziehen. Kaufe ich das denn Clara ab? Wits und Insight. Moment, erstmal wieder meinen Charakterbogen hier. Zwei Erfolge. Ja, Clara, nimmst du das ab? Ihr seht halt auch so, wie ich so nervös auf diesem Felsen herumtippe, wo ich wahrscheinlich gerade drauf sitze. Ihr wart nicht hier. Ihr seid wirklich neu. Wisst ihr irgendetwas von den Leuten, die ihr beerbt? Ja, irgendetwas, aber diese ganze Tirade mit Häuten und Gebrechen und sowas
war nicht in der Broschüre. Ihr, die Typen vor euch, wie auch immer eure Scheißgruppe heißt, haben sie gefangen gehalten. Wie ein Scheißtier, wie ein Schimpanse in einem fucking Labor. Und wer ist jetzt sie immer noch? Ihr seid doch von der Inquisition, oder? Verarscht ihr mich jetzt komplett? Inquisibes? Nein. Alter, die Inquisition sitzt in Rom und heißt mittlerweile Glaubenskongregation, das solltest du wissen. Genau, wir sind von der anderen Seite, Mann, wir sind Protestanten. Ihr seid hier, um uns zu killen. Naja, nein. Also ja, ihr seid hier, um uns zu killen. Sagen wir, es wäre nicht unbedingt gegen den Auftrag, aber wie gesagt, wir orientieren uns gerade eher an... Seid ihr von der zweiten Inquisition, wie auch immer eure Scheißgruppe heißt. Wir orientieren uns eher an dem Auftrag, dass wir erst nach gemeinsamen Feinden suchen, bevor wir diese Frage uns stellen werden. Ganz bestimmt. Ich habe alles gesagt. Sie, wahrscheinlich auch der Konzern, den ihr angehört, hat sie hier gefangen gehalten, irgendwo. Immer noch, sie, wer ist denn sie? Ich schaue dir so ein bisschen an. Überlegt mal, wenn eure Bude eingebrochen ist. Sie. Okay. Aber das klingt tatsächlich nicht so wie das, was wir gelernt haben, was wir machen sollen. Warum sollte sie dann wieder freigelassen werden? Damit fängt es dann schon an. Warum? Was ist der Mehrwert? Sie wurde nicht freigelassen. Oder? Sie ist ausgebrochen. Mit einem Freund. Okay. Aber was ist der Mehrwert, sie zu foltern? Naja, zu erfahren, wie wir so sind. Was mit unseren mystischen Körpern passiert? Weiß ich, was ihr macht. Nicht für ungut. Wir sind 2 Tage hier und wir wissen, sie kann sich in Wolf verwandeln. Das haben sie euch übrigens auch erzählt, ne? Dass sie Experimente mit Vampiren gemacht haben. Die haben geguckt, Bruce, das, was wir, ja, mit Leuten wie euch machen, das war bis jetzt, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, zu 100% Katzenfutter und Hemden schenken, nachdem wir die Wohnung verwüstet haben. Außer, dass ihr noch so generell hier mit Waffen rumballert. Ich habe von einer christlichen Sekte gehört. Sonst. Alter, wenn ihr versucht, also dieser Typ mit dem Sprachfehler, ja, wenn der versucht, in meine Wohnung einzudringen... Was für ein Typ mit einem Sprachfehler? Ich kenne keinen Sprachfehler? Ich überlege kurz. Ach. Der hat versucht, bei mir einzubrechen, während ich in der Wohnung war, ja? Ja, und das sind ja auch alles nicht die erste Begegnungen, die wir mit Vampiren haben. Wir haben euch bis jetzt nicht als friedliebende oder irgendwie schützenswerte Gruppe erlebt. Dann habt ihr wohl genau das genaue Gegenteil. Obwohl schützenswert, ich will mich nicht schützenswert, aber immerhin friedliebend. Da unterscheidest du dich anscheinend auch von denen, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Mhm. Also sagen wir, wir haben auch gesehen auf einem Video, wie neben deinem ehemaligen Trailer deine Begleiterin, die gestern in Wohnung war. Ich weiß. Und auch wir eskaliert haben ist. Aber überlegt euch mal, was ihr gemacht hättet, wenn ihr monatelang gefoltert worden wärt. Und zwar auf die übelste Weise. Also, ich will nicht mehr erzählen, was sie mit ihr gemacht haben. Das monatelang einer jungen Frau anzutun. Ja, Alter, aber dann renne ich doch nicht durch die Gegend und bringe andere Leute um in Massen. Das musst du mich nicht fragen. Ich mach das auch nicht. Aber ich glaube, keiner von uns kann sich in so eine Lage versetzen. Wenn du die Möglichkeit hättest, die Typen, die dich aufschneiden, verbrennen, verprügeln, dir die Knochen brechen, dir die Finger zu kriegen und Rache zu nehmen. Ich kann nicht von mir auf andere Leute schließen, aber ich will es nicht ausschließen, Mann. Wenn ihr mich gefangen nehmt, mich aufschneidet, mich verbrennt, was weiß ich mit mir macht, dann kann ich mir vorstellen, dass ich eine ziemlich kurze Zündschnur hätte. Ja, wir könnten dann ja so anfangen, dass wir dich nicht gefangen nehmen. Das wäre schon mal ganz nett.
Und es gibt hier wirklich, wirklich andere Probleme. Ja, erzähl doch mal davon, das klingt sehr interessant. Was sind denn diese Anarchos? Das ist genau das, was ihr euch darunter vorstellt. Arschlöcher und Problememacher. Das Gute ist, wir sind quasi Problemlöser. Vielleicht können wir da... Das würde ich nicht sagen. Für mich seid ihr eher Problemverursacher. Für alle anderen hier auch. Na, dann lass uns doch Probleme verursachen für deine Gegner. Vielleicht. Das Ding ist, ich weiß nichts. Entschuldigung. Ich deute so auf Dale. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Vielleicht können wir einander behilflich sein. Das Ding ist, ich möchte, dass niemand hier zustande kommt. Ich möchte einfach nur, dass wir aus dieser scheiß Stadt rauskommen. Einfach nur raus aus der Stadt und keine Probleme miteinander haben. Ich will, dass keiner hierbei drauf geht, geschlagen, verprügelt wird oder sonst irgendeine Scheiße. Was heißt denn aus der Stadt raus? Wieso könnt ihr denn nicht aus der Stadt raus? Ich schaue so nach links und rechts. Ich. Glaub mir. Ich weiß, das darf ich euch wahrscheinlich auch schon nicht sagen. Oder sollte ich nicht sagen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich, einfach so ohne weiteres hier abzuhauen. Ihr kommt nicht von hier, habt ihr gesagt. Habt ihr die Erdbeben bemerkt? Also ich will jetzt wirklich nicht wieder Prepper von nebenan wirken. Den kennen wir. Okay. Verrat nicht immer alles, Cyrus. Wir müssen ja mit offenen Karten ein Stück weit zumindest spielen. Er weiß, dass wir seinen Trailer kennen. Sehr weit, sehr weit. Er weiß, dass wir seinen Trailer kennen. Er weiß, dass wir seine Wohnung kennen. Er weiß, dass wir sein Hotel kennen. Er weiß, dass wir, wenn wir sauer auf ihn wären, Probleme für ihn verursachen können. Und das möchte er nicht. Richtig? Ich möchte generell keine Probleme und ich hoffe, ihr wollt die auch nicht. Siehst du, Bruce ist sowas wie unser Freund. Dann sag ihnen doch mal, wo die anderen Vampire sind. Ich würde es nicht so nennen. Auf jeden Fall, wir können hier nicht weg. Deswegen möchte andere versuchen, auch versuchen, das so möglichst schonend wie möglich über die Bühne zu bringen. Was über die Bühne bringen? Diese ganze Scheiße hier abzuhalten. Irgendetwas ist an dieser Stadt. Das wusste ich schon sehr lange, aber erst jetzt, fällt mir das so richtig auf. Ich lass mich mal so ein bisschen zurückfallen aus der Gruppe und schau mich mal so um. Sprich weiter, Bruce. Schau dich an. Was ist? Nee, sprich weiter. Alles gut. Muss dir um den keine Gedanken machen. Zieh eine Braue hoch. Wie auch immer. Ziemlich viel Scheiße läuft hier gerade schief. Irgendetwas ist an dieser Stadt an sich. Ich meine, euch ist aufgefallen, dass diese Scheißstadt keinen Namen hat. Jetzt, wo du es sagst. Und niemanden interessiert. Wie heißt die Stadt? Stimmt. Ehrlich gesagt, ist mir das noch nicht störend aufgefallen, aber du hast absolut recht. Ja. Verdammt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber das ist das, was wir und die Leute rausfinden wollen. Ja, wenn die keinen Namen hat, kommen hier denn so Pakete an oder was?
Ich habe noch nie was bestellt. Wie kann denn der Typ Import- und Exporthändler sein, wenn er nicht die Stadt verlassen kann? Das ist das verdammte Problem. Ja, schon. Aha. Ja, verdammte Gesichtswürfel. Nein! Ja, Denn, naja, ich muss das, was ich vorhin sage, ein bisschen revidieren. Theoretisch wissen wir, wie man hier rauskommt. Aber ihr hört einen Revolverschuss. What? Ich greife die Katze. Was? Und halte die Katze samt Rucksack so an mich. Ich ziehe meinen Revolver und einmal drehe mich in Dexterity Richtung. Firearms, Jethro. Darf ich die anderen Werte benutzen? Ja. Wunderbar. Oh, das ist ein Crit. Sehr schön, ja. 4, 5. Ja, 5 Erfolge. So, jetzt hatte ich mir hier eben auch das. Was hattest du für eine Waffe? So ein Magnum-Revolver. Magnum, okay. Dann sind das 9 Schaden. Auf wen hast du geschossen? Ich habe Dale in den Nacken geschossen. Dale, hast du 9 Lebenspunkte? Wenn nicht, bist du tot. The fuck? What? Ich drehe mich intuitiv ja gleich in die Richtung. Das ist okay. Ich hab nur 5. Dann tut mir leid, Dale. Scheiße. Dann wird dir aufgefallen sein, dass hinter Dale mit dem Revolver nicht mehr Jethro steht, ja, sondern ein ziemlich großer Typ, ebenfalls schwarz, in einem schwarzen Mantel, Kapuze tief ins Gesicht gezogen, in der linken Hand den Revolver, den er Dale in den Nacken gehalten hat, und in der rechten Hand einen riesigen Hakensäbel. Jetzt habe ich es nicht. Blam, 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 blam. Ja, und in dem Moment, in dem du ihn gesehen hast, verschwindet er aber auch schon wieder vor deinen Augen. Ja, dann halt nur 2 Kugeln. Ja. Dexterity Firearms für Cyrus. Das sind 1, 2, 3 Erfolge. Ja, Jethro hat sich ja irgendwie, hat sich ja ausweichend bewegt. Macht dann mal Stealth und Dexterity zum Tarnen gegen. Nichts passiert? Nee, kommt nichts. Ah, doch, da. Rum. Aha. 2. Ja, dann hast du noch einen, kriegst du noch so einen Streifschuss ab. Das ist halt ein tödlicher Schaden. Für Vampire ja halbiert. Jo. Und dann verschwindet er von euren Augen. Hinterhalt, Clara, was machst du? Du bist gemutet. Ich knie mich zu Dale und versuche noch irgendwie
ansprechen und also wenn der mit einer Magnum von hinten voll in den Kopf geschossen wird, ist da nicht mehr viel zu machen. Wenn ich sehe, dass sie das macht, stelle ich mich so ein bisschen mehr oder weniger schützend in die Linie, wo er vorher war, zwischen ihr und ihm, der jetzt weg ist, sodass ich ihr quasi ein bisschen Körperschutz damit gebe. Okay, was macht Bruce? Der steht ja dann quasi hinter dir. Ich würfe mal auf Sense the Beast. Ich will vorerst finden, wo der Sack ist. Achso. Das sind vier Erfolge. Vier Erfolge, ja. Du witterst Jethro wo? Also Jethro ist es inzwischen nicht mehr. Es ist inzwischen jemand anders. Ja, Bruce kennt den ja, hat den ja schon gesehen. Ja, muss das mal ist, eben den Namen ändern. Aber du kannst mir sagen, wo er dich wittert. Ja, im Rücken von Cyrus. Ja, es kommt laut gebrüllt ein Nein! Dann renne ich hinter Cyrus rück. Also für Cyrus wahrscheinlich renne ich auf dich gerade zu. Also packe ich irgendwie hinter deinen Rücken. Ja, ja, sehe ich ja schwerlich. Ich versuche ja einigermaßen stützend vor Clara zu stehen, sodass ich da gar nicht das Auge hin habe, sondern eher in die Richtung absichere mit der Knarre. Ja, ich höre wahrscheinlich deine Schritte und gucke mal. Der Vampir stürmt auf dich zu. Ruft Nein! Ja, ich drehe meine Knarre und würde in deine Richtung gucken. Was zum Besten ist hier dir an? Malcolm? Weg! Ich nehme Clara und stütze mich so nach vorne auf Hechten, dass ich auf dem Boden hechte. Okay, Malcolm? Ja, ich kann ja mit der Wumme nochmal schießen. Schieße ich jetzt auf Cyrus. Dexterity Firearms? Würfelt auch wie ein junger Gott, ne? 1, 2, 3. 3 Erfolge plus 4 sind 7. Es liegt alles daran, weil kannst das der eine war, der kein Pfarrer war. Das war so da du ja zur Seite gesprungen bist, Cyrus, mach mal dagegen ein Dexterity und Athletics. Das sind 2 Erfolge. Das heißt, 2 abziehen. Ich würde das heißt, gerne Willpower, wenn ich da. Ja, bitte, klar. Hau raus. Und tack und tack und. Nee, keine extra. Zieh 2 ab, dann hast du noch 5 über. Wie viele Lebenspunkte hast du? Pistolen sind tödlich für Menschen. Ja. Ja, 5 ist ziemlich genau das, was ich habe, ja. Clara. So, ich hab mittlerweile auch aus meinem Rucksack oder bin am Rumkramen, aber ja, Cyrus bricht über, er hat dich halt so zur Seite gerissen und jetzt merkst du, wie der Körper über dir erschlafft. Ich hatte mein Klackerlicht nicht dabei, das war's. Ja. Okay, aber dann gebe ich das Suchen irgendwie auf und nehme irgendwie seine Pistole. Aber hänge halt so ein bisschen am Boden rum. Ne? Du bist halt unter ihm begraben, ja, genau. Ja, sonst. Also versuchst dich da rauszuwühlen, oder was? Bitte? Ja, ich bin hin und her gerissen. Es ist auch ein bisschen Deckung und ich versuche zu sehen, was Bruce macht. Mhm. Was macht denn Bruce? Sehe ich denn ihn wieder, wenn er auf... Ganz kurz hast du ihn gesehen, ja. Ja, ich renne ja sowieso so schon in die Ecke, ich würde den umtackeln wollen. Mhm. Dexterity und Strength und Brawl bei Umtackeln. Ja. Das kann ich. Und dagegen Dexterity Athletics zum Ausweichen. Obwohl, du hast geschossen diese Runde. Geht, glaube ich, gerade nicht. Mit Fleetness kann ich doch bestimmt dann noch irgendwas. Oh ja, doch, genau, ja. Bei Geschwindigkeit. Ja. Ich habe 4 Erfolge. 4 Erfolge, ja. Willst du Willpower noch nehmen?
Ja, auf jeden Fall, ey, Bruce, absolut. Bei kannst du. Ja, ja, da gab es einen extra Button für, ne? Ja. Ich will kurz gucken. Ich komme mit diesem Charakterbogen immer nicht ganz klar. Welcher Set stehst du nochmal? Bei Willpower. Unten drunter. Ah, da. Willpower Reroll, ne? Genau. Ich kann ja nur zwei rerollen, ne? Ja. Immerhin, einer mehr. Das sind dann insgesamt fünf. Und, und Malcolm? Was genau war da? Das war Dexterity Athletics. Athletics. Oder je nachdem, was du machen willst. Du kannst halt auch auf Bruce schießen, dann wäre das Dexterity Firearms. Ich will erstmal ausweichen. Das kann ich ganz gut. Ich denk ich mir. Ja, 4 reicht aber nicht. Kannst du aber Willpower noch nehmen? Aha, aber mal sowas von. Okay, Crit. Sie sind sowas von ausgewichen. Ja, ich glaube, das ist, also das passt ja auch ziemlich gut für die krasse Nummer. Ich renne halt noch so, wahrscheinlich auch dann in deine Richtung, Clever, und dann bringe ich halt wirklich, ne, da wo ja ganz kurz dieser Typ aufzuflackern war, ne, hinzuspringen und versucht, ne, wirklich beide Arme weit irgendwie, ne, irgendwie zu packen, aber dann ist er wahrscheinlich viel zu schnell und ja. Ja, vor allem ja, verschwindet er wieder, ne? Ich mach einfach, also ich hab ja, wie gesagt, ne, in der einen Hand die Pistole, in der anderen Hand, also so ein bisschen Space Marine-mäßig, ne? so, und ich mach im Prinzip so eine Drehung zur Seite, so, und bleib dann, so Bruce tackelt so ins Leere, und ich bleib dann halt genau so stehen, um mit der Pistole wieder genau auf Clara zu zielen und drück dann wieder ab. Ja, Clara kann vorher nochmal was machen. Dagegen schießen, du hast ja inzwischen auch die Knarre. Bist gemutet. Immer noch. Immer noch. Man hört dich nicht. Mit Zoom ist neu und... Na. Ja, jetzt hört man so. Nicht. Also, ich versuche mich immer noch zu ich versuche dagegen zu schießen, ich versuche mich aber nicht von der Stelle, an der ich einigermaßen abgedeckt liege, wegzubewegen. Okay. Und dann versuche irgendwie... Dexterity Firearms. Gegen Dexterity Firearms von Malcolm, und Malcolm kriegt 2 Würfel weniger, weil du hinter Deckung liegst. So, okay. Ich war gemeint mit Dexterity Firearms, ne? Beide. Schießt ja beide. Cool. Derjenige, der gewinnt, schießt, trifft. So läuft das in der V5. Jetzt fütterst du meinen toten Körper mit weiteren Kugeln. Sehr gut. Boah, Jethro, ey, meine Fresse. Das ist schon wieder ein Crit. Du willst aber wissen, ey. 4, 5, 6, 7. Hast du Roll 20 bezahlt, ey. Gucken, ob Clara 7 schafft. Clara schafft nur 3. Hat aber noch 2 Potenzial. Ja, gut, das reicht alles nicht, ne? Kannst höchstens 5 kriegen. Kannst aber noch, um den Schaden zu minimieren von Malcolm, kannst du noch Willpower ausgeben zum Rerollen von 2. Noch 2-mal neu würfeln. 3 Würfel. Sehr gut. Das ist dann auch ein Crit. Das sind 4, 5, 6, 7. Ebenfalls. Ja. Damit schießt ihr beide daneben. Schießen uns gegenseitig die Kugeln weg. Ja. Bruce. Wenn ich das in einer Runde schaffe, würde ich dann natürlich wieder versuchen aufzustehen. Ja. Und ich kann das Gleiche versuchen. Ich will das alles nicht.
Wieder Strength von Brawl. Mhm. Mhm. Raus? Erstmal, nee, oh, das ist nur ein Erfolg, okay, oder? Nee. Nee, ich hab drei Erfolge. Okay. Drei Erfolge, ja. Dieser Charakterbogen spinnt manchmal mit den Dice. Ja, Malcolm, ausweichen. Fünf, okay. Keine Chance, bin kein Kämpfer. Sprach der, der in der Gruppe Vampire noch der beste Kämpfer ist. Ja, so, jetzt haben wir vier Runden gewürfelt. Ich glaube, das Ergebnis ist relativ deutlich, wie es ausgehen wird. Vielleicht beschreibt Malcolm dann selber, was jetzt noch passiert. Oder falls Clara noch eine rettende Idee hat, wie sie das noch schaffen kann, oder Bruce. Clara ist total am Ende und am Rumheulen, natürlich. Ja. Und Bruce, fällt dir noch was Tolleres ein, außer den maximal schnellen Malcolm irgendwie umzutackeln? Ja, gut, in der Hitzesituation wahrscheinlich auch nicht mehr dieses einfach nur ein schnelles, mach das nicht! Wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, der wird wahrscheinlich immer ausweichen. Also. Ja. Dann beschreib mal Pölle. Ja. Also, ich werde Clara nicht zu nahe kommen, weil ich genau um ihre Fähigkeiten weiß. Mhm. Ich habe ja die Akte gelesen. Und das heißt, ich werde weiterhin versuchen, sie mit Kugeln zu füttern. Ja. Ziemlich wissend, dass sie dadurch deutlich mehr Schaden nimmt als ich und ich der deutlich bessere Schütze bin. Mhm. Der Einzige, der halt noch dazwischen steht, ist Bruce, der halt immer dazwischen ist. Ja, und dann werde ich erst versuchen, also dann werde ich versuchen an Bruce vorbeizukommen. An was zu kommen? An was? Dann werde ich versuchen, an Bruce vorbeizukommen. Mhm. Irgendwie in Schussposition. Wenn er sich eine Kugel fängt, ist er selber schuld. Mhm. Hm. Fair. Und also dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es so verläuft, dass Bruce Schaden nimmt. Also du stehst jetzt dazwischen oder versuchst du mich nochmal zu attackieren? Wenn ich merke, dass du dich so bereit machst, irgendwie vielleicht so gnadenschussmäßig, würde ich dann auch dazwischen springen wollen. Ja, also dann wird Bruce einiges an Schaden noch mitnehmen. Ich werd halt weiter feuern. Ne? Ich habe ja noch ein paar Kugeln, ich glaube jetzt noch drei oder so. Mhm. Nicht so wild. Für Bruce nicht, nee. Also mein Ziel ist es, Clara auch noch zu erschießen und Bruce, wenn er dann, er wird dann sich dann einen Schuss gefangen haben oder so, wird dann wahrscheinlich im Sand knien und ich stehe dann da, werf die Waffe erstmal auf den Boden, steckt den Säbel weg, geht zu ihm, pack ihn so am Kragen. Du weißt, was du da gerade getan hast, oder? Kann ich das versuchen abzuwehren? Klar. Ich wäre halt in der Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie sehr mich so ein Schuss tatsächlich tangiert, aber wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ja, dann geh mal davon aus, dass du ein, zwei Lebenspunkte verloren hast. Ja, das ist ja wirklich nicht viel. Nicht bei dir, nee. Wenn das okay ist, hätte ich vorher vielleicht noch Boogie geschnappt. Ja, der ist ja weggelaufen. Der sollte sich okay. Ja in Sicherheit bringen, wenn was passiert. Okay, dann ist das wunderbar. Denn ich würde halt versuchen, weil wenn ich so versucht habe, ne, hab mir den Schuss gefangen, dann nächster Schuss für Clara, würde ich versuchen, zur Dinges zu kommen. Zum Canyon. Du bist gemutet, Wally. Robst dann weg, oder was? No, ich gehe mal davon aus, mit zwei Scheiben nur laufen können, oder? Ja, dann läufst du Richtung Canyon, okay. Also du versuchst wegzulaufen? Nicht weg. Ja, doch weg quasi, für dich schon. Also ich möchte quasi am Rand der Klippe stehen bleiben. Ja, dann gehe ich einfach hinter dir her. Du rennst und ich rufe hinter dir her. Alter, das ist peinlich. Leck mich am Arsch, Monster. Fick dich. Und ich falle die Klippe runter. Und ich aktiviere Federfall.
Yay. Ja, gut, dann beschließen wir das für heute hier. Mit dem Malcolm, der Bruce die Klippe runterspringen sieht. Und leider noch nicht sich erklären kann, aber vielleicht kommt das dann irgendwann später nochmal. Ja, vielen, vielen Dank für diese tolle Hunter-Runde. Ist jetzt sehr abrupt geendet, aber ich hoffe mit einem schönen Knall. Ja, einen Banu Hakim soll man nicht unterschätzen, denn das ist ein Assassinen-Vampir mit, Meister der Täuschung. Genau. Hat er gut hingekriegt, euch zu täuschen. Am Anfang wart ihr kurz auf der Spur und dann hat er euch wieder... Ja, er war nicht evangelisch, der hat keine Nachos gegessen. Das war von Anfang an klar für mich. Das Wichtige waren die Nachos. Ja. Nochmal. Clara hatte immer Kopfschmerzen zu Hause, wenn Malcolm da war. Oder Jethro, a.k.a. Verflucht. Und der hatte von vornherein den Auftrag, die Hunter-Gruppe zu infiltrieren und rauszukriegen, was die wissen und was nicht. Und ja. Und jetzt am Ende wussten sie zu viel. Ja, und vor allen Dingen hat Bruce quasi euch mit auf dem Gewissen, weil er zu viel ausgeplaudert hat. Zu viel zugegeben von dem, was wir nur vermutet haben, ne, im Grunde. Genau, ja. Ja, cool. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Es war ja als Few-Shot gedacht. Jetzt haben wir 4 Folgen gespielt. Ich dachte, das passt jetzt auch ganz gut. Und The Impossible Girl ist auch müde, glaube ich. Die ganze Zeit schon. Aber dafür hast du dich wacker gehalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart da draußen. Hast du das am längsten überlebt? Das genau, ja. Es wäre auch nochmal spannend gewesen, wenn du dich auf deine Kräfte besonnen hättest, vielleicht mal ein Gebet gesprochen hättest oder so, dann wäre das vielleicht noch interessant geworden. Aber ja. So. Ich fand es total gut, weil in der Hektik der Situation denkt man an sowas nicht. Ja, und Dale war der gefährlichste. Tut mir leid, Dale, was aber. Ja. Und wir haben gesehen, dass halt für Menschen sind halt normale menschliche Feuerwaffen sind halt, ja, so eine Magnum gegen Mensch ist ja tödlich. Für den Vampir nicht so. Aber gut. Ja, ja, nochmal danke, dass fürs Zugucken. Wenn ihr später schaut auf YouTube, hinterlasst uns einen Kommentar, wie ihr es fandet. Die Hunter-Runde ist damit erstmal beendet und ja, wir schauen mal, vielleicht machen wir irgendwas anderes nochmal oder ergänzend irgendwie. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, ihr Spielerinnen und Spieler. Hoffe, das Ende ist jetzt nicht irgendwie ein bisschen irgendwie blöd oder so, aber ein bisschen Drama gehört in diese Sandbox. Genau, und vielleicht rächen euch ein paar andere Hunter, wer weiß. Oder Bruce. Denn dieses Ereignis wird sich definitiv in Bruce ja nochmal festsetzen. Ich weiß nicht, also ob du das jetzt machen willst, aber du kannst mir dafür wahrscheinlich einen Stain, ich weiß nicht, wann man Stain kriegt, aber das, was ich da gesehen habe. Ja, Stain kriegst du eigentlich nur dann, wenn du selber dafür verantwortlich bist. Ja, okay. Also das würdest du vielleicht dann kriegen, wenn... Aber ich bin ja dafür verantwortlich wahrscheinlich, also so clever bin ich ja wahrscheinlich. Musst du entscheiden, ob du einen haben willst oder nicht. Ich würde mir mal einen geben. So, ja, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken, danke fürs Mitspielen. Wenn ihr mehr Rollenspiel sehen wollt, auf dem Nordpol gibt's ganz viel andere Rollenspielsachen. Wenn ihr Dale und Clara alias Jova und The Impossible Girl sehen wollt, dann müsst ihr Internetgottesdienste gucken. wenn ihr den Dreihänder gucken wollt, dann empfehle ich euch den YouTube-Kanal Tatsächlich Pastor. Da könnt ihr ihn sehr schöne Karaoke-Andachten und Computerspiele, die sonst keiner spielt, sehen. sehr, sehr ulkig. Wenn ihr den Pölle sehen wollt das nächste Mal, denn der spielt, glaube ich, im Sprawl wieder irgendwann demnächst oder in DSA. Da kann er glatt. Wann ist das nächste geplant? Ist, glaube ich, nicht ganz fest, ne? Das ist im Moment sehr abhängig davon, wie dein Internet funktioniert. Das ist richtig, ja. Weil wir, weil du ja und Leopardin ja zusammen mitspielst in der G7-Runde,
mach mal die Kapuze ab. Und ja, so sehe ich übrigens im wahren Leben. Das warst du die ganze Zeit. Ja, genau. Genau, weil ihr ja mitspielt in der Runde, deswegen sind wir da noch nicht so weit in der Planung. Wenn euer Internet tatsächlich nicht funktionieren sollte, wäre das gut für die Sprawl-Runde. Dann würden wir nämlich statt des nächsten Filiasson-Termins in 13 Tagen der Sprawl spielen. Ja. Und Kakko besitzt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Wann gibt's da das nächste Mal was? Da das nächste Mal ist ein bisschen schwierig, weil nicht mehr so viele Termine frei sind im Mai. Da müssen wir nochmal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und da wir auch unsere Starfun-Runde ein bisschen umstrukturieren. Das nächste Mal zu sehen bin ich aber in 2 Tagen, am 13. auf dem Kanal von Mischka RPG und Quantum Place. Da haben wir nämlich unser 3-jähriges von unserer Schattenjäger-Runde und machen so einen kleinen Sabbel-Stream darüber. Generell über unsere Runde, über das System vielleicht. Und da können dann auch Leute, die da Interesse dran haben, gerne mal Fragen stellen und so. Ja, cool. Also, wenn euch das interessiert, schaut ja beim Kakko auf dem Kanal, der heißt Chaoskrieger97, glaube ich. Nein, immer noch, die Adresse habe ich mittlerweile geändert. Das heißt wirklich der Kakko jetzt. Man findet mich aber unter beiden. Sehr gut, sehr gut. Also, der Kakko auf YouTube suchen, dann findet man dich. Ja, okay. Dann wünsche ich euch noch den Segen der Nacht. Die Sandbox ist um 3 Hunter ärmer. Dafür um einen vampirischen Konflikt bereichert. Wir sehen uns alle in der nächsten Vampire-Runde, hoffentlich. Vielleicht sehen wir die anderen Hunter irgendwo anders mal wieder. Als Wraith oder so. Tschüss. Ciao.